Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Freut mich, dass so viele Leute sich zumindest angemeldet haben für heute, weil heute wird gefeiert. Darum sind wir auch in bester Partystimmung. Da hinten, da habe ich auch schon Leute versammelt, die, ich glaube, die sind schon ein wenig betrunken und hier habe ich auch ein paar Tröten. Und das Ganze kommt wirklich aus tiefstem Herzen. Um zu erklären, warum wir so euphorisch sind, möchte ich euch gerne ein Bild zeigen, nämlich dieses hier. Kennt ihr das? Habt ihr das schon einmal gesehen? Das ist die Flugschraube von Leonardo da Vinci. Dieser Kerl hat tatsächlich 1400 irgendwas ein Fluggerät entworfen. Betonung auf entworfen, weil ihm haben die Materialien gefehlt, das Ganze ordentlich umzusetzen. Aber wie man mittlerweile weiß, jetzt wo es die Materialien gibt, das Ding wäre tatsächlich geflogen. Also der Plan war gut. Und die Umsetzung ist dann danach gekommen, ein paar Jahre oder Jahrhunderte danach. Und genau so ist es für mich mit dem Thema Microfrontends. Die Idee, die gibt schon relativ lange, oder? Die Idee, die ist irgendwann kurz nach dem Einführen von Microservices entstanden. Man wollte viele kleine, einfache Anwendungen schreiben, wie diese hier. Somit wollte man die Komplexität reduzieren und schauen, dass einfach jeweils ein Team eine isolierte Anwendung bauen kann. Und für den Benutzer wollte man das Ganze dann in eine riesengroße Anwendung laden. Das sieht man hier auf der linken Seite. Da wird das Microfrontend bei Bedarf einfach reingeladen. Entweder das rote von diesem Team, das blaue von diesem Team, das grüne von jenem Team. Und analog zur Flugschraube war die Idee schon vor 5 Jahren gut, aber uns haben Mittel und Wege gefehlt, das Ganze ordentlich umzusetzen. Klar, man findet Wege, aber die waren alle nicht sonderlich schön. Da hat man ordentlich in die Trickkiste greifen müssen. Und jetzt da mit Module Federation, das mit Webpack 5 zum ersten Mal da ist, seit letzten Samstag ist es final, hat man damit wirklich eine solide Lösung. Straightforward. Man muss sich nicht die Finger brechen, man muss auch nichts Neues entwickeln. Ja, und deswegen sind wir so euphorisch, dass wir hier tatsächlich eine kleine Feier veranstalten. Ich habe auch hier, man sieht es, ein paar Konfetti mitgebracht, weil das irgendwie für mich so cool ist und weil das nicht nur für mich cool ist, sondern weil das auch viele Probleme löst, die meine Kunden haben. Man kann sich vorstellen, umso größer das Unternehmen, umso eher gibt es die Notwendigkeit, eine große Anwendung auf kleine Verticals, auf kleine Domänen aufzuteilen. Ja, um das geht es hier heute in diesem Spezial-Meetup zum Thema Module Federation und Microservices. Wir haben heute 2 Vorträge. Mein lieber Kollege, der Michael Zickes, wird ein wenig was über Microfrontends in der Praxis erzählen. Das Ganze ist ein Destillat von einem oder sogar mehreren Kundenprojekten, die wir gemacht haben und ja, wo er ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Ich selber werde dann Microfrontends mit Module Federation vorstellen und im Rahmen dessen, ich bin auch schon ein wenig aufgeregt, mache ich zum ersten Mal Live-Coding mit diesem Thema. Habe bis jetzt immer nur fertige Beispiele gezeigt. Heute werde ich zum ersten Mal Live-Coding machen. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Dann haben wir einen Spezialgast. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass der Tobias Koppers, der Gründer von Webpack, heute dabei sein wird und uns ein Interview geben wird. Und danach gibt's ein Panel mit FAQs und Herausforderungen. Und ganz wichtig, da könnt ihr auch eure Fragen einbringen. Ihr könnt die ganze Zeit hier rechts unten, links unten, wie auch immer, bei YouTube im Chat Fragen stellen. Wir greifen die entweder nach den Vorträgen auf oder spätestens im Panel. Also bitte beteiligt euch. Ihr solltet auch etwas davon haben, dass ihr heute live dabei seid und euch nicht nur die Aufzeichnungen anschaut, wobei letzteres auch komplett okay ist. Ehrlich gesagt, ich bin auch eher ein Aufzeichnungsschauer. Übrigens, ihr werdet auch belohnt für Fragen, weil unsere lieben Freunde von der ng.conf haben uns 2 Freitickets gegeben für die Enterprise ng, die nächsten Monat stattfinden wird. Die Enterprise ng ist eine Spezial-ng.conf zum Thema Enterprise-Entwicklung. Ja, und da gibt's einen Track, der sich rein um das Thema Micro-Frontends dreht, neben einem weiteren Track, der sich um Monorepos dreht und so weiter und so fort. Ja, und an alle, die Fragen stellen,
verlosen wir hier heute 2 Freitickets. Apropos Leute, die das Ganze hier ermöglichen, ich möchte noch ganz kurz auf unsere Sponsoren eingehen. Da gibt es zum Beispiel die Netconomy, einer unserer Goldsponsoren, aber auch die Arena Tech. Beide sind coole Firmen. Wenn ihr einen neuen Job sucht, schaut mal da vorbei. Die haben da echt geile Projekte am Laufen. Und auch meine Firma ist hier ein wenig auf der Liste drauf. Angular Architects, wir machen Angular Schulungen und Beratungen. Fokus ist Architektur, langlebige Angular-Anwendungen im Enterprise-Umfeld. Wenn ihr jetzt ein wenig traurig seid, weil ihr eure Firma vermisst habt bei der Vorstellung, ich kenne da einen kleinen Trick, um auch eure Firma auf diesen Slides zu platzieren. Wenn ihr das wollt, kommt bitte auf mich zu, beziehungsweise auch wenn ihr Ideen für Präsentationen habt, kommt auf mich zu. Ja, so viel mal zu diesem ersten Überblick. Und jetzt da möchte ich mal meine lieben Kollegen hier auf die Bühne holen. Und ich starte mal mit dem Michael Zickes, der die erste Präsentation machen wird. Hallo Michael, wie geht's dir? Ja, hallo Manfred und hallo in die Runde an alle, die online mit dabei sind. Freut mich, dass ich heute euch einen Vortrag geben kann zum Thema Microfrontends in der Praxis, aber dazu später gleich mehr. Cool, perfekt. Ich habe hier keine Frage für dich zum Einstieg, und zwar, was ist denn für dich so das Beste an Module Federation? Ja, ich würde sagen, dass ein Feature endlich in die JavaScript-Welt kommt und in die Bundling-Tools, mit denen wir vertraut sind, dass wir modernen JavaScript-Code verwenden können, nicht mehr, wenn wir irgendwie Dependencies teilen wollen, extra ECMAScript 5-Code kompilieren müssen, um vielleicht mit UMD-Bundles oder sonstigen Workarounds was Ähnliches zu erreichen, dass wir das, was uns JavaScript ermöglicht mit dynamischen Imports, jetzt quasi in eine Welt bekommen, quasi das Beste aus zwei Welten zwischen statischer Code-Analyse mit Tree-Shaking und trotzdem der Möglichkeit, gewisse dynamische Inhalte auch mit ECMAScript Dynamic Imports hineinzuladen. Und da unterstützt uns Webpack und Module Federation sehr dabei, dass das auch in der Anwendung sehr einfach wird. Ja. Cool, perfekt, vielen Dank. Ja, die zweite Moderatorin, würde ich sagen, die heute dabei ist, genau, ist die Conny. Hi Conny, wie geht's? Hi, gut, vielen Dank. Du hast ja schon relativ früh viel mit Microservices gemacht, quasi der Urvater von Microfrontends oder jene Technologie, die uns dann auch überlegen hat lassen, wie wir das Ganze im Frontend machen. Wir hatten diese Idee von Microservices, von Docker in den letzten Jahren deine Art zu arbeiten verändert. Ja, und das Thema Microservices und Docker kommt man ja mittlerweile nicht mehr herum. Alle Cool Kids verwenden die beiden Technologien mittlerweile, aber wie bei jeder neuen coolen Technologie gibt es natürlich auch hier Challenges, und die Challenges muss man sich dann auch betrachten, und wir werden das auch heute wahrscheinlich bei Microfrontends und Moderation 5 sehen, wie beispielsweise die Kommunikation hier genau funktioniert, also das Interagieren von verschiedenen Microservices oder Microfrontends beispielsweise. Mhm, cool, super, besten Dank. So, dann hole ich noch den Tobias auf die Bühne, den Founder von Webpack. Viele waren ja überrascht, dass Webpack quasi Deutscher ist oder ein Franke ist. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so. Tobias, ich habe eine lustige Geschichte gehört, nämlich man munkelt, dass Webpack eigentlich das Beiprodukt deiner Masterarbeit war. Was ist denn da dahinter? Sogar wahr, weil ich habe damals als Masterarbeit eine Webanwendung gemacht und ich habe damals keinen Modulbundler gefunden und alle, die ich gefunden habe, hatten keinen Code-Splitting. Dann habe ich sozusagen erst versucht, als Pull-Request da mitzumachen, aber letztendlich ist es dann zu einem Fork geworden und Webpack ist entstanden. Sehr war cool. Schon ein paar Jahre her. Ist schon ein paar Jahre her, oder? Genau. Und mittlerweile ist das der de facto Bundler, egal in welche Community man schaut, oder? Angular, React, Vue und all die anderen. Webpack ist die einzige Konstante fast, könnte man sagen. Ja, also nicht die einzige, aber es ist auf jeden Fall eine Konstante. Sehr cool, perfekt. Ja, freut mich, dass ihr alle dabei seid. Übrigens zur Feier des Tages, ich greife jetzt mal meine Box
haben wir da ein kleines Feuerwerk mitgebracht. Ich würde sagen, lasst uns mal das Feuerwerk zünden. Es soll ja auch eine Party sein, bevor es mit dem ersten Vortrag losgeht. Ich zähle mal runter von 3, 3, 2, 1 und los. Sehr cool. Ich meine, das Tattoo ist voll mit Konfetti. Boah, wer wird so soll es sein. Ein Wahnsinn. Cool, perfekt. Ja, und auch Luftschlangen. Genau, wir sind bestens ausgestattet für ungefähr die nächsten 20 Meetups, glaube ich. Gut, ja, besten Dank. Ich werde mal die Conny und den Tobias Backstage schicken und werde einfach dem Michael die Bühne überlassen, der ein wenig was erzählen wird über ja, Best Practices und Erfahrungswerten im Umfeld von Microfrontends. Michael, magst du noch deinen Bildschirm teilen? Unten gibt es einen Button, Share Screen. Genau, bin gerade dabei. Sollte schon erledigt sein. Wunderbar. Wunderbar. Dann alles Walzer. Ja, dankeschön. Gut, ich freue mich, euch ein wenig einen Überblick heute zu geben, bevor wir dann wirklich speziell ins Thema Microfrontends mit Module Federation einsteigen und auch die Details zur Module Federation dann hören, was uns das im Endeffekt genau bringt für unsere Applikationen und welche Vorteile sich da daraus ergeben. Möchte ich jetzt vorab vielleicht für einen Überblick sorgen, einerseits ein paar Begrifflichkeiten auch abklären, die wir mit Microfrontends auch mit Sharen von Dependencies, mit Routing-Verhalten, vielleicht auch mit Themen, die das Design betreffen. Was das alles, wie das alles zusammenhängt und wie man in der Praxis damit am besten umgehen kann. Das heißt, wir werden uns ein wenig ansehen, was funktioniert einfach konkret, nachdem wir in einem Angular-Meetup sind, was funktioniert auch einfach mit Angular und wo müssen wir ein wenig in die Trickkiste greifen. Unmöglich ist nichts in der Programmierung, das heißt, wir kriegen alles irgendwie hin, das wissen wir, aber manche Sachen sind halt dann doch härter als andere und manche kommen direkt mit Framework Support und manche Infrastruktur, die man für seine Applikation benötigt, muss man dann vielleicht auch selber implementieren. Also tauchen wir gleich direkt ein und schauen wir mal, um was es sich heute drehen wird in dieser Präsentation. Zunächst mal um Microfrontends. Dann werden wir uns auch ein wenig um die Architektur kümmern und unterhalten, was hat das alles mit Architektur zu tun, wie kann man am besten damit umgehen. Wie schaut der Angular-Support dafür aus? Wie schaut es konkret mit Responsive Design aus? Sprich, welche Möglichkeiten habe ich, unterschiedliche Layouts in einer normalen Applikation zu verwenden und vielleicht speziell dann auf Microfrontends bezogen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Gibt es da irgendwas, auf das man im Detail in der Praxis dann auch achten muss, damit die Microfrontends auch wirklich so funktionieren, wie man sich das auch vorstellt von der eigenen Applikationswelt im Browser? State Management ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Das heißt, wenn wir über Enterprise State Management, Global State Management sprechen, reden wir meistens über das Redux-Pattern. Das heißt, wir werden uns hier auch ansehen, wie kann man das Redux-Pattern in Kombination mit Microfrontends auch verwenden? Welche Fragen ergeben sich da? Welche Hürden ergeben sich da? Wie schaut es auch mit der Debugging-Unterstützung aus, wenn ich dann in meinem Window-Objekt vielleicht nicht nur einen globalen Store habe, sondern mehrere, was ich in normalen Anwendungen im Normalfall nicht habe. Und wie sieht es final auch mit dem Thema Routing aus? Funktioniert das alles direkt mit Angular out of the box oder muss man auch da vielleicht ein wenig in die Trickkiste greifen? Vielleicht eine kurze Vorstellung. Ich bin der Michael, arbeite mit Manfred und Kollegen gemeinsam im Trainernetzwerk Angular Architects.io. Mache Trainings und Beratungen für Kunden und auch Code-Reviews, bin aber auch immer bei Projekten dabei, um natürlich auch im Rahmen von der Projektarbeit am Laufenden zu bleiben, wie sich Angular so in der Praxis bewährt und ja, wann man auch da manchmal in die Trickkiste greifen muss. Fokus ist bei mir rein auf Angular gesetzt, das heißt, ich schaue, dass ich mich auf dieses Thema fokussiere, natürlich Backends und so weiter spielen auch in meiner Welt eine große Rolle, aber trotzdem der Beratungsfokus richtet sich auf die Frontend-Welt mit Angular. Wir machen Workshops, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, vielleicht der eine oder andere auch schon besucht. Öffentliche Workshops, gerne auch bei euch in der Firma, ist immer wieder eine interessante Sache, letzteres vielleicht auch, um noch mehr auf individuelle Themen einzugehen. Und so treibe ich mich so herum in Österreich, in Deutschland, in der EU, im Moment meistens im Homeoffice, um ehrlich zu sein. Ja, da geht es mir nicht anders wie uns allen im Moment.
Und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Twitter folgen, wenn ihr über Angular und all die Entwicklungen am Laufenden bleiben wollt. Okay, tauchen wir schon jetzt ins Thema ein. Wie sieht es jetzt konkret mit Microfrontends aus? Was ist dieser coole Begriff, den man überall verwendet, wenn es um die Frontend-Entwicklung geht? Ist das rein wieder mal eins von den Buzzwords, eins von den Trending-Topics, die man vielleicht mal ausprobiert, aber dann doch nicht wirklich für die eigene Applikationswelt verwenden kann? Oder ist das durchaus was mit Potenzial, das für unsere Architektur auch Vorteile bringen? Das möchte ich ein wenig von der Begrifflichkeit und auch vom Inhaltlichen jetzt abklären. Das heißt, was sind grundsätzlich mal Microfrontends? Wir haben die Motivation, eigene selbstverwaltete Anwendungen zu schreiben, oder es müssen nicht immer ganze Anwendungen sein, es können auch kleine Features sein. Das heißt, wo ich da die Grenze ziehe, ob mein Microfrontend wirklich eine komplette, riesige, komplexe Anwendung ist, oder ob das vielleicht nur ein kleiner Use Case ist, der abgebildet ist. In jedem Fall befinden wir uns da im Thema von den Smart Components bis hin zu einer ganzen Anwendung, können aber natürlich auch Web Components verwenden, zum Beispiel für kleine UI Components. Nur da sprechen wir im Normalfall dann nicht mehr von Microfrontends. Microfrontends, wenn wir sie von der Applikationsseite her betrachten, dass sie einen konkreten Use Case implementiert haben und dem User bereitstellen sollen, müssen in irgendeiner Art und Weise auch zusammenarbeiten. Das heißt, es geht darum, die Summe an Microfrontends, die meine Applikation ergeben, in irgendeiner Art und Weise zusammenzufügen, so dass sie auch miteinander interagieren können. Das heißt, das ist eine wichtige Aufgabe, die man im Normalfall mit einem Portal, einer Application Shell darüber bewerkstelligen wird. Das heißt, ich möchte auch genau das erreichen, dass der User natürlich eine User Experience hat, die einheitlich ist, wo nicht jeder Button in einem anderen Microfrontend vielleicht gleich aussieht, aber eine andere Funktionalität hat. Das heißt, all das möchte ich gewährleisten. Das kann ich mit zentralem Styling, da geht es aber auch um zentrale Services, die ich abbilden kann in einer Application Shell und zusätzlich mit einem zentralen Theming, das über alle Microfrontends dann auch konsistent verwendet werden kann. Microfrontends von der Client-Seite her, die bei uns im Browser laufen, als Angular-Applikationen, als React-Applikationen, als Vue-Applikationen oder direkt mit JavaScript geschrieben, wie auch immer, spielen dann natürlich auch irgendwo mit einem Backend zusammen. Und am Backend, wie vorher schon kurz erwähnt, zwischen Conny und Manfred gibt es halt die Microservices natürlich schon lange. Die kennt man schon lange länger wahrscheinlich als Microfrontends. Das heißt, wir haben jetzt endlich auf der Frontend-Seite auch ein Pendant dazu, dass wir mit Microservices im Backend kommunizieren können. Wir werden dann später auch noch näher auf dieses Thema eingehen. Was können wir noch mit Microfrontends erreichen? Ein wichtiges Architekturziel in Unternehmen ist sehr oft, dass man in größeren Development-Teams irgendwo auch eine Unabhängigkeit bewahren möchte. Es soll nicht jede kleine Änderung gleich einen irrsinnigen großen Abstimmungsaufwand zwischen den Teams verursachen, weil das natürlich Zeit kostet, weil das natürlich aufwendig ist. Das heißt, wir streben danach, kleine einheitliche Anwendungen zu haben, die auch individuell voneinander entwickelt werden können. Was können jetzt Architekturziele in diesem Kontext sein? Ich könnte zum Beispiel in meinem Unternehmen die Entscheidung treffen und sagen, für mich ist es sehr wichtig, dass ich unabhängige Bildprozesse habe. Das heißt, ich möchte nicht eine große Applikation bauen, egal wie die von der Implementierungsseite, von der Folderstruktur, von der Konfiguration in meinem Angular Workspace, egal wie die angelegt sind mit einem großen Projekt oder mit vielen Libraries. Ich möchte jedenfalls nicht am Ende eine große Applikation bauen, sondern ich möchte vielleicht unabhängige Builds haben und die sollen vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt oder jedenfalls nicht einheitlich deployed werden, sondern da gibt es unterschiedliche Deployment-Zeitpunkte, wann ich den einen Applikationsteil, das eine Feature als Micro-App und wann ich das andere Feature als Micro-App in meine produktive Umgebung deployen möchte. Wenn ich Letzteres als Architekturziel habe, dann ist natürlich auch Laufzeitintegration ein großes Thema. Das heißt, ich kann dann mit unterschiedlichen Bildprozessen, mit unterschiedlichen Deployment-Prozessen mich natürlich auch dazu entscheiden, dass ich die Anwendungsteile wirklich auch erst zur Laufzeit dann integriere und innerhalb von einer Application Shell zum Beispiel zusammenbaue, sodass sie zur Laufzeit interagieren können. Das heißt, da wären wir wirklich bei dem Thema, dass dann, wenn die Anwendung startet, noch nicht alles bekannt ist. Da könnte man jetzt sagen, das erinnert vielleicht, wenn man Standard Angular Features denken, ein wenig an das Lazy Loading. Nur das Lazy Loading ist wirklich schon zum Bildzeitpunkt bekannt, während wir bei,
echter dynamischer Runtime-Integration, unseren Quellcode auch wirklich erst dann bekannt machen, nachdem wir unterschiedliche Deployment-Zeitpunkte, unterschiedliche Bildprozesse haben, komplett frei entscheiden können, solange eine gewisse Signatur, solange ein gewisses Interface erfüllt ist und dieses Micro-App dieses Interface wirklich auch erfüllt, können wir es zur Laufzeit dann in unser Portal einhängen und können damit arbeiten. Das heißt, wir können mit so einer Technologie und mit so einem Konzept natürlich auch unterschiedliche Frontends und unterschiedliche Frameworks und Libraries integrieren. Das heißt, da kann das eine Microfrontend mit Angular geschrieben sein, das zweite vielleicht mit React und so weiter. Und trotzdem können wir zur Laufzeit in einem Window-Objekt, in einem Browser-Tab wirklich alle Technologien auch miteinander verbinden. Auch das ist natürlich möglich. Was ist noch möglich? Unterschiedliche Versionen. Ist durchaus eine Geschichte, wo man wissen muss, was man tut. Das heißt, es ist in der Verwaltung nicht ganz einfach und man muss auch wissen, welche JavaScript-Dependencies jetzt vielleicht eine Auswirkung auf den globalen Bereich vielleicht haben können, vielleicht globale APIs patchen, weil sie irgendeine Art von Polyfill-Library vielleicht sind, ja, oder so wie es so ein JS zum Beispiel macht, um Browser-APIs zu patchen. Das heißt, wir müssen uns schon bewusst sein, wir müssen wissen, welche Dependencies wir in unterschiedlichen Versionen ausliefern dürfen und welche nicht. Wir könnten uns dazu entscheiden, dass ein Microfrontend zum Beispiel in der Angular Version 10 läuft und ein anderes Microfrontend läuft vielleicht in der Angular Version 7 noch. Ja. Solche Dinge sind natürlich möglich, aber trotzdem, man muss immer daran denken und aufpassen, dass wirklich jene Dependencies, die vor allem auch globalen Zustand verändern und globale APIs verändern, da muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man mit verschiedenen Versionen arbeitet. Sind jetzt Microfrontends, wenn wir an all das denken, was wir bisher schon gehört haben, sprich dynamische Runtime-Integration, flexible, unabhängige Build- und Deployment-Prozesse, sind Microfrontends jetzt immer die beste Lösung? Da müssen wir uns kurz mal unterhalten, was sind Microfrontends und was sind Microfrontends mit Webkomponenten, mit Webcomponents. Das heißt, wir können einmal von der Begrifflichkeit her differenzieren, was ist ein sogenannter Frontend-Monolith und das ist eher was, wo mir das Lachen vergeht. Das ist jetzt unsere Applikation, die vielleicht über Jahre gewachsen ist, die nicht schön strukturiert ist, wo vielleicht auch nie darüber nachgedacht wurde oder nie dafür gesorgt wurde, dass ich Domaingrenzen beachte, sondern das ist halt historisch gewachsen, man hatte nie viel Zeit, man musste immer in den Sprint sehr viel erledigen. Und mit der Architektur, die Architektur ist da nicht ganz mitgekommen, dann haben wir vielleicht eine riesige Client-Applikation, die man schlecht warten kann. Das könnten wir als sogenannten Frontend-Monolithen bezeichnen. Was sind jetzt Microfrontends im Vergleich dazu? Das sind diese schmalen, selbstverwalteten Applikationen oder Features, so wie wir schon gehört haben zuvor. Was ist jetzt ein Build-Monolith? Und da muss man jetzt von der Begrifflichkeit aufpassen. Der Build-Monolith ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Frontend-Monolith. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, dass ich eine schlecht strukturierte Anwendung habe. Da geht es wirklich nur um das, was vorne steht. Also da ist der Monolith in dem Fall nicht der Grund allen Übels, sondern in dem Fall geht es nur um den Bildprozess. Das heißt, wir müssen alles zum Bildzeitpunkt kennen. Wenn das der Fall ist, können wir von einem Bild- oder Deployment-Monolithen sprechen. Ja? Kann die Anwendung ruhig schön strukturiert sein. Wir können alle Regeln des Domain-Driven Design zum Beispiel befolgen. Wir haben aber am Ende, wenn wir kurz vorm Deployment stehen und sagen, okay, jetzt ist die Applikation fertig, die würden wir gern ausrollen, dann müssen wir natürlich einen Bildprozess machen und dieser Bildprozess würde dann wirklich alle Anwendungsteile umfassen. Das heißt, würde ich da jetzt auch von so einem Portal-Application-Shell-Konzept sprechen, dann wäre es so, wenn sich ein einziges Micro-Frontend verändert, dann müsste das ganze Portal, die ganze Application-Shell auch neu gebaut werden. Das ist der Bildmonolith. Das heißt, ich kann trotzdem meine selbst verwalteten Applikationen und Features haben, das ist überhaupt kein Problem, nichtsdestotrotz, im Endeffekt habe ich einen zentralen Bildzeitpunkt für alles. Kann trotzdem aber gewisse Bildprozesse, die vorgelagert sind, aus Libraries zum Beispiel, schon vorher erledigen. Was sind jetzt Web-Components? Die geben mir wirklich die Möglichkeit, das, was ich mir unter echt Microfrontends vorstellen, vielleicht auch mit unabhängigem Bildprozess wirklich dynamisch umzusetzen, wo ich wirklich ein Browser-API
die Custom Elements verwende, meine eigenen Tag-Namen bekannt mache und damit Applikationen zur Laufzeit auch erst einhängen kann. Das heißt, da bin ich dann wirklich, habe ich die größte Stufe, die höchste Stufe an Flexibilität erreicht, was jetzt unterschiedliche Deployment-Bild- und Prozesse betrifft und Runtime-Integration. Es kommen aber nicht nur Vorteile mit. Und das werden wir uns jetzt gleich näher ansehen. Das heißt, ist diese Web-Components-Geschichte, wenn wir Web-Components verwenden wollen, um Micro-Frontends umzusetzen, ist das wirklich das Gelbe vom Ei? Ist das wirklich das, was wir für unsere Architektur brauchen, was wir für unsere professionellen Web-Applikationen brauchen? Wie schaut das aus? Also wir können damit gewisse Architekturziele definitiv gut erreichen und manchmal ist es auch die einzige Option, um diese Architekturziele wirklich zu erreichen. Über die einzelnen Ziele haben wir jetzt vorher schon gesprochen, was die Vorteile sind. Aber es ist auf jeden Fall erforderlich, dass wir eine Art Portal, eine Art Application Shell haben, die das Ganze gut in der effektiven Anwendbarkeit machen. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich schöne autarke Micro-Frontends habe, aber dann mich jedes Mal, wenn das eine Micro-Frontend mit einem anderen kommunizieren muss, immer um irgendwelche Infrastrukturgegebenheiten kümmern muss. Sprich, dann muss sich jeder vielleicht einloggen und wie kommuniziere ich zwischen den Anwendungsteilen. Das heißt, ich brauche natürlich eine Art Infrastruktur als Application Shell, die ausgereift ist, die das ermöglicht, dass man alles schön zur Laufzeit integrieren kann und alles wirklich auch fehlerfrei zusammenspielt. Was sind genau da die negativen Seiten dieser Runtime-Integration? Was ist wirklich, sind die Punkte, wo man sagt, okay, da könnten Schmerzen entstehen. Das ist eine Geschichte, wo wir aufpassen müssen, die auch für unsere Architektur relevant ist. Wo wir auch entscheiden müssen, ist das wirklich was, wo wir unsere Enterprise-Applikationen damit aufbauen wollen. Es führt jedenfalls mal zu weniger Vorhersagbarkeit. Das heißt, wenn ich das jetzt mit dem Bildmonolithen vergleiche, kenne ich alles zum Bildzeitpunkt, mein Angular-Compiler, mein TypeScript-Compiler arbeiten drüber, können checken, ob alle Typen, die verwendet wurden, alle Interfaces, die definiert wurden, ob alles zusammenpasst. Und wir können viele Fehlerquellen schon rein vom Bildprozess ausschließen, weil die da schon auffallen würden. Das ist bei Micro-Frontends in dem Sinn mit Web-Components und unabhängigen Bildprozessen dann in der vor allem in der Integration, wie die Teile zusammenspielen, dann nicht mehr so einfach. Das bringt uns auch dazu, dass wir natürlich End-to-End-Tests da noch mehr Zeit reinstecken sollten. Das heißt, wir sollten schauen, dass wirklich die einzelnen Web-Components, die dann erst zur Laufzeit zusammengefügt werden, dann wenigstens in soliden End-to-End-Tests und in umfangreichen End-to-End-Tests wirklich durchgecheckt werden. Klappt da alles, wenn ich jetzt von der Shell auf das eine Micro-Frontend abspringe und von dem einen Micro-Frontend vielleicht ein zweites starte und dort irgendeinen State austauschen möchte? Funktioniert das alles so oder geht da vielleicht irgendwo Zustand verloren und dann weiß das letzte Micro-Frontend vielleicht gar nicht, welchen, in unserem Beispiel, Flug ich ausgewählt habe oder wie auch immer, ja? Sprich, man sollte sich überlegen, was sind meine Ziele für die Architektur und was sind auch die Vorteile von Micro-Frontends und Web-Components und was sind auch Alternativen, wenn ich sage, okay, ich kann meine Architekturziele vielleicht auch anders erreichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel keine Runtime-Integration brauche, dann wäre so ein Bildmonolith eine mögliche Alternative. Wenn ich auch keine unterschiedlichen Technologien verwenden muss, weil ich vielleicht in meinem Unternehmen Angular Standard gesetzt habe und vielleicht gar keine anderen Frontend-Libraries und Frameworks verwenden muss, dann tue ich mir da auch wieder leichter, dass ich nicht zwangsweise in die Richtung der Micro-Frontends mit Web-Components gehen muss. Das heißt, in den Fällen könnten wir den, ich sage mal, Standardweg von einem Angular gehen und einen Bildmonolithen verwenden. Gut, wie sieht es jetzt direkt mit dem Support aus? Das heißt, wie gut sind Micro-Frontends in der Angular-Welt unterstützt? Wie gut können wir die verwenden? Ich starte da vielleicht gleich mal mit dem ersten Punkt. Micro-Frontends in einem Bildmonolithen sind einmal eine Möglichkeit, die wir auf jeden Fall angehen können. Das heißt, Micro-Frontends, die Ideen, die wir aus den Micro-Frontends ableiten, unabhängige Entwicklungen zu haben, müssen nicht zwangsweise immer mit dem in Verbindung stehen, dass ich auch wirklich alles unabhängig bauen können muss und unabhängig deployen und wirklich zur Laufzeit erst einhängen muss. Ja? Das heißt, das unabhängig bauen ist oft überhaupt kein Problem. Wenn ich das in Libraries ausglieder, ist das ganz einfach erledigt in einem Monorepository zum Beispiel. Das heißt, wir könnten Teile der Micro-Frontend-Ideen natürlich auch ganz normal mit einem Bildmonolithen umsetzen. Das ist durchaus machbar. Es ist auch gut unterstützt und ist die Standardstrategie auch des Angular-Teams. Das heißt, alles ist bekannt zur Bildzeit.
Wie schaut es jetzt im Vergleich dazu mit den Micro-Frontends aus? Wenn wir die mit Web-Components umsetzen möchten, dann hilft uns auf jeden Fall das Angular Elements Package weiter. Da muss man aber wissen, das ist nicht dafür geschaffen worden, dass wir ganze Applikationen in eine Web-Component kapseln, in ein Custom-Element kapseln, sondern die Idee war eigentlich eher im UI-Bereich angesiedelt. Das heißt, dass man kleine UI-Controls vielleicht erstellen kann. Mich hindert niemand daran, dass ich auch große Applikationen dann in einen mit Angular Elements wrappe. Aber es kommen halt vom Angular Framework selber nicht sehr viele Framework-Funktionalitäten mit, die mir automatisch gleich ein Plug-and-Play-Erlebnis wirklich geben, so wie es beim Bildmonolithen der Fall wäre. Das heißt, was man sich nicht erwarten darf im Moment, ist, dass das Angular Framework mit sehr viel Konzept für diese App-Shell-Infrastruktur mitkommt, die uns das Leben da sofort erleichtert. Nichtsdestotrotz können wir selber was implementieren. Das heißt, wenn wir so eine Infrastruktur haben wollen, wo wir Laufzeitintegration auch umsetzen können, dann bitte gern mal zum Beispiel auf den Blog von Manfred Steyer, Angular Architects.io schauen, dort mal ein wenig nachlesen. Da gibt es zahlreiche Blogposts auch, wo man, die sich genau mit dem Thema widmen, wie man Micro-Frontends auch umsetzen kann. Also sicher spannend, sich da auch schlau zu machen. Und ich werde in dem Vortrag jetzt auch noch auf ein paar Aspekte eingehen, die doch immer noch schwer zu erledigen sind. Ja. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist, wir können eigene Bilder verwenden. Das heißt, neben dem Angular DevKit, den wir standardmäßig verwenden, können wir die Logik, die für das Bilden verwendet wird, auch austauschen, können eine Third-Party installieren, zum Beispiel Nginx Build Plus. Und damit könnten wir zum Beispiel bewerkstelligen, dass da nicht mehrere JavaScript-Dateien aus einem Bildprozess rauskommen, sondern nur ein einziges Bundle und vielleicht ein zusätzliches noch für die Polyfills und Styles. Aber ansonsten, dass unsere eigentliche Implementierungslogik alles in einem Bundle, in einer JavaScript-Datei sitzt und wir nicht unterschiedliche JavaScript-Dateien für ein einziges Microfront entladen müssen. Wie schaut es jetzt konkret mit State Management zum Beispiel aus? Das heißt, wie können wir das Redux-Pattern jetzt in so einer Welt mit Micro-Frontends verwenden? Da müssen wir uns mal ein wenig reindenken. Wie ist die Aufgabenstellung oder wie ist die Anforderung für unsere Architektur? Soll die Micro-App, das Micro-Frontend wirklich auch alleine arbeiten können? Ist es notwendig, dass die Micro-App wirklich komplett ohne Application Shell auskommt? Wenn das der Fall ist, dann können wir uns mal in die Richtung denken, wenn es um State Management geht, da wird es vielleicht auch wichtig sein, dass wir dann einen globalen Nginx Store zum Beispiel importiert haben, ja, und bereitgestellt haben zur Laufzeit. Wie schaut es generell mit der Application Shell aus, was zentrale Services betrifft? Das heißt, würde die gewisse zentrale Services bereitstellen oder nicht? Oder muss eben wirklich meine Micro-App autark arbeiten? In den meisten Fällen, die ich kenne, die ich auch in Kundenprojekten erlebt habe und auch von der Herangehensweise her, was man sich unter Micro-Frontends vorstellt, haben wir doch die Herangehensweise, dass man sagt, dieses Micro-Frontend soll sehr, sehr autark funktionieren können. Das heißt, mit einem sehr schmalen Interface nach außen, am besten mit irgendwelchen Bindings, wo wir Daten nur austauschen, keiner Dependency Injection und wirklich der Möglichkeit, dass wir vom Konzept her diese Micro-App wirklich überall einhängen können. Sei es jetzt eine Index-HTML, die ich mir schnell zusammenschreibe, oder wirklich ein großes CMS-System, ein Portal, das schon vorhanden ist, wie auch immer. Wie schaut es da konkret mit dem State-Austausch aus? Also da könnten wir zum Beispiel Data-Bindings verwenden. Mit Dependency-Injection ist es schon schwieriger, zumindest dann, wenn ich Custom-Elements in einem separaten Bildprozess verwende. Dann habe ich natürlich ein separates Tree-Shaking, ein separates Uglifying. Das heißt, meine Variablen heißen zur Laufzeit ziemlich wahrscheinlich nicht mehr so, wie ich mir das erwarten würde. Das heißt, ich habe dann auch Probleme, gewisse Dependencies über das Angular Dependency Injection System entgegenzunehmen, über Applikationsgrenzen hinweg. Das kann man natürlich immer wieder, wenn man möchte, sich eigenen Quellcode schreiben, der das trotzdem ermöglicht. Aber da sind wir dann schon so sehr low-level in den Funktionalitäten vom Angular Framework drin, wo wir wirklich mit dem Injector-Tree arbeiten. Das heißt, durchaus eine Geschichte, die man jetzt nicht unbedingt sofort empfehlen würde, da sehr viel herumzuschrauben. Und wie gesagt, da würde jetzt mit unterschiedlichen Bildprozessen auch kein Standardweg bereitstehen, wie wir die Dependency auch entgegennehmen. Wie schaut es jetzt konkret mit dem Redux-State-Management aus? Es kann eben genau zu dem Zustand führen, dass ich nicht nur einen globalen Store im Window-Objekt habe, sondern mehrere.
Das heißt, wenn meine Micro-Frontends auch autark funktionieren müssen, ohne dass sie die App-Shell kennen, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendeine Art von globalen Store schon durch die App-Shell bereitgestellt wird. Ich kann eben auch nicht davon ausgehen, dass ich überhaupt per Dependency Injection darauf zugreifen kann. Deswegen habe ich durchaus die Möglichkeit, einen zweiten globalen Store einzuhängen. Und das schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz an. Ich habe hier eine Beispielapplikation. Wir haben da einen normalen zentralen Applikationsbereich. Dieser normale zentrale Applikationsbereich ermöglicht mir zum Beispiel Flüge zu suchen. Und dann kann ich, wenn ich möchte, abspringen zu den Micro-Apps. Und da gibt es jetzt blau hinterlegt jetzt eine eigene Web-Component, die geladen wird. Die wurde dadurch geladen, dass ich jetzt in den Micro-App-Bereich gegangen bin. Da spielt sich wirklich im Hintergrund ein Ladeprozess von einem Bundle ab, der wirklich von einem anderen Port jetzt ein JavaScript-Bundle lädt und die Web-Component darstellt. Und da können wir jetzt zum Beispiel reingehen und können sagen, okay, da gibt es jetzt auch noch mal eine Flugsuche, in dem Fall vielleicht nur über einen Button erreichbar. Da kann ich jetzt die Flüge von Hamburg nach Graz suchen und von Wien nach Berlin suchen. Und was mich jetzt eigentlich interessiert ist, wie schaut es da mit der Datensicht aus? Und da schauen wir natürlich gleich mal in die DevTools hinein. Das heißt, in den Redux DevTools würden wir jetzt gern mal wissen, wie schaut das jetzt aus, wenn ich zwei verschiedene Redux Stores habe, nämlich sowohl die Daten, die ich da drin angezeigt habe, jetzt im Micro-Frontend, als auch die wir vorher gesehen haben, liegen beide in einem globalen Store. Das heißt, ich habe zwei globale Store-Instanzen. Das können wir uns da auch gleich anschauen. Ich habe denen auch Namen gegeben. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Flüge geladen. Wir haben da mal Wien-Berlin, jetzt können wir da mal umschalten auf Hamburg-Graz. Da oben verändert sich nichts. Das heißt, in der Shell sind immer noch meine Wien-Berlin-Flüge geladen. Und wenn ich da jetzt auf mein Micro-App-Flight gehe, sehe ich schon, Hamburg-Graz ist der aktuelle Zustand. Und wenn wir da jetzt etwas ändern, sehen wir auch, wie das Ganze umspringt. Das heißt, ich würde dann unterschiedliche Flüge laden, je nachdem, wie die Interaktion da erfolgt. Ich habe jetzt wirklich zwei separate globale Store-Bereiche mit ihrem eigenen State-Management, die sich nicht in die Quere kommen. Und das Beste dran, ich kann einerseits über das Connecting-Modul der DevTools in meiner Applikation auch wirklich Namen vergeben, dass ich mich da wirklich in den Debugging-Tools auch auskenne und gleich den richtigen State auswählen kann. Was vielleicht ein wenig irreführend am Anfang ist, ich kann jetzt zum Beispiel da in meinen Store reingehen, kann da was suchen, gehe auf meinen State Tree, habe da meine Flüge, zeige mir diese Flüge jetzt an, gehe in mein Micro-App zurück und mache dann noch einmal eine Suche und dann springt der Store um. Das heißt, die Standardfunktionalität wäre, dass der wirklich da so ein Auto-Select hat. Das heißt, der gerade die Action dispatched hat, dieser Store, auch dieser globale Store wird dann hier in den DevTools angezeigt. Das kann am Anfang etwas verwirrend sein, wenn man es noch nicht weiß. Ein paar Kunden haben mich da schon gefragt, wird der eine Store vom anderen überschrieben? Nein, die werden wirklich separat verwaltet und sind auch von der Debugging-Experience ganz gut zugänglich. Gut, schauen wir wieder zurück zu den Folien. Wie schaut es jetzt konkret mit Responsive Design aus? Sprich, warum erwähne ich dieses Thema überhaupt in einem Micro-Frontend-Vortrag? Ist das wirklich relevant? Schauen wir da vielleicht ein kleiner Exkurs in unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir ein Grid-System darstellen. Zum Beispiel gäbe es da das Bootstrap-Grid-System. Es ist immer noch sehr populär. Bootstrap ist generell immer noch sehr populär. Das verwendet intern zum Beispiel Media Queries. Das heißt, er schaut nach, wie viel Breite habe ich durch meinen Browser verfügbar. Und wenn die Breite kleiner wird, dann wird ein alternatives Layout dargestellt, also das typische Responsive Design, das wir uns erwarten heutzutage. Wie schaut das aber jetzt mit Micro-Apps aus? Und gibt es da einen Unterschied? Und an das denkt man vielleicht gar nicht sofort. Wenn ich eine Micro-App in einem Portal, in einer Application-Shell habe, dann kann ja sein, dass das Browserfenster gleich groß bleibt, aber die App hat auf einmal weniger Platz, weil da eine zweite Micro-App und eine dritte Micro-App dazukommt und die nimmt dann einfach an Breite vom Screen weg. Je nachdem, wie meine Application-Shell aufgebaut ist, kann ich mir das durchaus erwarten, dass das vielleicht wie in einem SharePoint ist, wo ich da unterschiedliche Platzhalter habe, wo ich dann meine Applikationen auch darstellen kann. Das heißt, da kann es dann sein, dass der Browser eigentlich gleich groß bleibt in der Breite, aber auf einmal weniger Platz zur Verfügung steht durch andere Elemente, die hinzugefügt werden.
Wie würde das jetzt mit dem Bootstrap-Grid-System ausschauen, wenn das wirklich nach dem Viewport geht? Dann hat sich der Viewport nicht verändert, aber trotzdem verändert sich meine verfügbare Breite und ich könnte dann in UI-technische Bugs laufen, dass ich doch eine Darstellung habe, die ich so gar nicht haben möchte. Das heißt, wir können uns natürlich nach Alternativen umsehen und Gott sei Dank ist es heutzutage schon einfacher, Flexbox zum Beispiel oder auch CSS-Grid zu verwenden. Sprich, die werden heutzutage in den Browsern schon gut supported. Flexbox als noch älterer Standard schon sehr gut, CSS-Grid aber doch durchaus auch schon gut verbreitet. Das heißt, durchaus eine Variante, die man andenken könnte. Das löst nämlich ein paar Probleme und da gehe ich vielleicht auch noch kurz nochmal ins Design, blende da meine DevTools aus, gehe nochmal auf die normale Ansicht und da haben wir jetzt ein Bootstrap-Grid-System. Das heißt, wenn ich da mein Browserfenster jetzt einfach mal kleiner mache, dann sehen wir, dass die Karten da auch immer weniger Platz haben und dementsprechend auch umbrechen. Ja? Gut, wie schaut das jetzt aus, wenn ich in meine Micro-App gehe? Dann können wir da an dem Button gleich lesen. Ich habe hier jetzt auch das Bootstrap-Grid-System verwendet. Das heißt, schaut mal wunderbar aus so. Und wenn ich den Browser jetzt ein wenig kleiner mache, funktioniert das auch eigentlich wie erwartet, relativ gut. Karten brechen gut um. Wie schaut es aber jetzt aus, wenn ich eine zweite Micro-App daneben lade? Dann habe ich da auf einmal weniger Platz und wie man schon sehen kann, das Design ist nicht mehr so hübsch wie vorher. Das heißt, mein Browserfenster ist eigentlich gleich groß geblieben, aber wie gesagt, der Platz für die Micro-App ist kleiner geworden. Dadurch habe ich ein kleines Problem. Kann ich natürlich gerne auch umschalten auf eine Alternative. Wenn ich jetzt CSS-Grid verwende, zum Beispiel in dieser Einstellung, die ich da gesetzt habe, dann funktioniert das immer noch gut und ich kann dann dementsprechend auch meine Größe verändern und je nachdem, wie viel ich vorhanden habe an Größe, würde dann der Umbruch auch anders erfolgen. Das heißt, das ist dann durchaus so wie erwartet. Das schaut dann so aus, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, durchaus auch responsive Design ist zu beachten für Microfrontends, wie wir gerade gesehen haben. Wie schaut es jetzt mit einer URL-Änderung aus? Das heißt, wenn wir zum Thema Routing kommen, wie schaut die Routing-Integration aus? Wie schaut auch da der Support durch das Angular Framework aus? Das heißt, möchte ich unabhängige Builds haben, dann habe ich wahrscheinlich auch da wieder jetzt ähnlich wie bei der Global State Management Thematik, dann habe ich auch da die Anforderung, ich möchte natürlich meinen Angular Router so bereitstellen, dass der immer funktioniert und nicht nur dann, wenn die Shell da ist. Ja. Das heißt, das Ganze betrifft natürlich auch andere Technologien, das heißt, vielleicht gibt es eine React-Applikation, eine Standard-JavaScript-Applikation, die auch die URL verändert und da muss natürlich mein Angular-Router dann auch mitkommen. Das heißt, wie würde es aktuell mal funktionieren mit dem Angular-Framework im Standard? Da würde all das an URL-Definitionen, das nicht in meiner Routing-Konfiguration definiert ist, in meinen Routing-Angaben, die ich dem Router-Modul verfügbar mache, würde es einen Error geben. Das heißt, verwende ich ein Router-Outlet, das nicht bei mir in der Routing-Definition verfügbar ist, wird das nicht einfach ignoriert, sondern es gibt einen Error. Wenn jetzt jemand die URL verändert, dann ist der Angular-Router im Normalfall auch nicht so glücklich darüber, weil er eigentlich davon ausgeht, dass er selber derjenige ist, der die Hoheit über die URL und die Adressleiste und alles, was dort angezeigt wird, hat und dementsprechend auch leicht unentspannt wird, wenn da jemand ein anderer Quellcode-Teil an der URL was verändert. Ja? Das heißt, ich kann natürlich auch ganz einfach, selbst wenn ich nur Angular-Technologien verwende, die Problematik haben, dass da gewisse URL-Definitionen sich überlappen. Das heißt, wenn jede Micro-App im zweiten Segment von der URL eine andere Info erwartet und unterschiedlich reagiert und das vielleicht auch unterschiedlich noch dazu gleichzeitig updatet, dann kann das natürlich auch zu schweren Fehlern in meinem Window-Objekt, in meiner Laufzeitumgebung dann auch führen. Ja? Das sind genau die Geschichten, die man dann eben auch mit End-to-End-Tests austesten muss. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendeine Art von eigener Implementierung brauchen, um diesen Crash an Router-Interaktivität zwischen den einzelnen Micro-Frontends irgendwie zu beheben. Das Ganze könnte man zum Beispiel so machen, indem es jetzt eine zentrale Definition gibt. Das heißt, jede Micro-App verwendet ein unterschiedliches Router-Outlet zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Dann hätte ich einmal auf Ebene von den Router-Outlets unabhängige Routen, die sich gar nicht überlappen können, die gar nicht gleich sein können, weil jedes Micro-Frontend sein eigenes Router-Outlet verwendet. Das wäre mal eine gute Variante. Sprich, schauen wir uns mal an, was man mitnehmen kann an Learnings aus diesem Vortrag. Ich hoffe, für euch ist auch was dabei gewesen, das euch dann in der Praxis weiterhilft.
Web-Components sind nicht immer die allerbeste Lösung, aber sie helfen definitiv, gewisse Architekturziele zu erreichen. Ich sollte, wenn ich Micro-Frontends mit Web-Components umsetzen möchte, eine gute Strategie und eine gut ausgereifte Application-Shell haben. Ich muss mir Gedanken über Responsive Design machen und ich muss mir natürlich auch Gedanken machen und das auch testen, wie ich das Ganze integrieren kann, die unterschiedlichen Micro-Frontends mit der Shell und untereinander und wie die auch miteinander kommunizieren können. URL-Änderungen sind durchaus ein kritisches Thema, das heißt, da muss man sorgfältig prüfen und testen, ob das auch alles gut funktioniert in der Praxis und sich die eigenen einzelnen Micro-Frontends nicht gegenseitig irgendwie die Show stehlen wollen. Ja? Gut, was passiert in der nahen Zukunft, und das wird jetzt auch gleich die Überleitung zu den folgenden Vorträgen, wie man mit gesharten Dependencies umgehen kann, werden wir uns mit dem Thema Module Federation natürlich jetzt im Meetup weiter anhören und das wird ganz spannend werden, freue mich schon drauf. Gibt auch einige Ressourcen im Internet, unter anderem auch wieder auf dem Angular Architects Blog. Die NX-Library von Narwhal bringt uns einige interessante Features, die wir hinsichtlich Monorepo, hinsichtlich Code-Organisation auch für Micro-Frontends gut verwenden können. Wir können, wenn wir Module Federation noch nicht einsetzen, weil es vielleicht aktuell eben noch nicht in der CLI unterstützt wird, kann man, wenn man schnell was umsetzen möchte, auch UMD-Bundles verwenden. Die sind aber in ECMAScript 5 geschrieben oder erfordern ECMAScript 5-Code. Gibt natürlich technologische Möglichkeiten, sowas auch mit ECMAScript 6 zu machen, aber keinen Standard in dem Sinn. Das heißt, da wird uns Module Federation einfach mehr Spaß machen in Zukunft, dass wir uns mit UMD auch nicht mehr beschäftigen müssen. Aktuell wäre es eine Möglichkeit, bitte aber aufpassen, wird wahrscheinlich demnächst aus dem Angular Package Format auch mal rausfliegen, weil es halt nun mal alter Code in ECMAScript 5 ist, der nicht mehr zwangsweise supportet werden muss. Wie schaut es mit dem ganzen Routing-Thema aus? Ich arbeite selber gerade an so einem, an so einer Infrastruktur, einer Library, die dann auch als Open Source veröffentlicht wird, wo man genau sowas erreichen kann. Also das, was ihr vorher auch im UI gesehen habt. Wir haben da unterschiedliche Micro-Frontends, die haben da unten oder da oben eigentlich in der URL über unterschiedliche Outlets unterschiedliche Routing-Informationen bereitgestellt. Und so ist es mir zum Beispiel möglich, dass ich jetzt von meinem hier zum Beispiel in der Detailansicht bin und von meinem anderen Micro-Frontend, also wieder farblich getrennt, wirklich auch ein Deep Linking machen kann und dann diese Micro-App umschalten kann. Umgekehrt wäre das genauso möglich. Das heißt, ich könnte da auf Home gehen und könnte dann von der Micro-App umschalten. Ja? Gut, das bringt mich auch schon zum Ende von meinem Vortrag. Gibt auch noch spannende Entwicklungen vom Brandon Roberts zum Thema reaktiven Router im NGRX-Package vielleicht mal. Ja, wenn ihr mir folgen wollt, bitte gerne auf Twitter, könnt noch gerne eine E-Mail schreiben, beziehungsweise auf unserer Homepage von unserem Trainernetzwerk AngularArchitects.io immer gerne vorbeischauen. Ich bedanke mich. Okay, ja, besten Dank, Michael, für diesen tollen Vortrag. Ich denke, dass Web Components eine von zwei sehr populären Lösungen sind. Die zweite ist wahrscheinlich Module Federation und beides hat Vor- und Nachteile, wie wir heute noch sehen werden, wie wir dann auch bewerten können nach dem zweiten Vortrag. Ja, die Conny hat ein paar Fragen gesammelt, die während deinem Vortrag aufgetreten sind. Bitte, Conny. Gerne. Ich sehe gerade, die Conny ist gemutet. So, besser so. Ja. Ich fange gleich mal mit einer eigenen Frage an, um einfach klarzustellen, du hast sehr viel von Webkomponenten geredet und wann man die jetzt verwenden sollte und wann man die nicht verwenden sollte und die Challenges, die man hat. Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo es denn wirklich Sinn macht, Webkomponenten einzusetzen? Mhm. Wir können die Grenze wirklich auf unterschiedlichen Ebenen ziehen. Also es kann Sinn machen, eine komplexe Anwendung, die zum Beispiel ein schmales Interface nach außen hat. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, einen komplexen Data-Grid, der vielleicht Tabellen generisch bearbeiten kann, der Datenbanktabellen generisch bearbeiten kann, dem kann ich vielleicht per Attributes-Binding einfach den technischen Key einer Datenbanktabelle mitgeben und das Frontend kümmert sich dann um die ganze Möglichkeit, so ein zentrales GUI zu bieten, um Tabellendaten zu verändern. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Entwicklung von einer Komponente, die ich in vielen Kundenprojekten kenne. Da gibt es wirklich viele Kunden, die sowas selber umgesetzt haben. Die ist in der Entwicklung durchaus je nach Funktionalität sehr umfangreich zu bewerkstelligen.
Aber nach außen hin ist es ein schmales Interface und das ist auch recht praktisch, weil man es für unterschiedliche Domainbereiche, Use-Case-Bereiche dann die gleiche Komponente verwenden kann, um eben zentral eine Tabellenkonfiguration herzugeben. Genauso kann ich aber auch ans komplett andere Ende gehen und kann jetzt sagen, ich möchte nur ein einzelnes UI-Control vielleicht als Webkomponente retten. Da sind wir aber, wie gesagt, nicht mehr im Microfrontend-Thema. Und auf der anderen Seite kann es auch wirklich eine Riesenapplikation sein, eine komplexe Applikation, die vielleicht in sich autark geschlossen ist und einen bestimmten Use Case abbildet, wo es vielleicht gar nicht so viel Interaktion nach außen gibt, sondern da macht die Applikation schon den eigentlichen Teil und wird dann einfach nur in eine Web-Component gerappt und in ein Portal, in eine Application Shell eingehängt. Ja. Also das Spektrum ist breit und kann auf mehreren Ebenen auf jeden Fall Sinn machen. Definitiv. Du hast zum Schluss auch von sehr großen Applikationen geredet, die eben so in Web-Components zerlegt werden können. Da passt, glaube ich, ganz gut dazu die Frage von Markus. Und zwar hat sich die Frage auf die Builds bezogen, von denen du geredet hast, dass man quasi die Microfrontend einzeln bilden kann. Und er hat dazu gefragt, ob diese unabhängigen Builds jetzt eine freie Entscheidung sind oder ob das eine Notwendigkeit ist auf einer bestimmten Größe, dass man die Builds separiert. Er meint in Bezug auf, dass das Team dann auch skaliert wirklich. Genau, also es ist durchaus eine freie Entscheidung, wo ich unabhängige Bildprozesse, da brauche ich nicht mal zwangsweise Web-Components, das kann ich auch ganz gut mit einem Monorepository zum Beispiel umsetzen, wenn ich jetzt meine Libraries, meine Applikation in eine große Applikation aufteile, die aber verschiedene einzelne Libraries verwendet, vielleicht eine Library für UI-Components, vielleicht eine Library für ein spezielles Feature, einen speziellen Use Case. Das heißt, da kann ich schon mal unterschiedliche Bildprozesse erreichen, wo ich gar nicht über Web-Components noch nachdenken muss. Genauso gut geht es aber jetzt mit Web-Components, dass ich jetzt sage, vielleicht mag ich gar kein Monorepo haben, mag das in einem kleinen eigenen Repository verwalten und kann dann damit meinen eigenen Bildprozess erreichen. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, ich kann meine Web-Komponenten auch in einem Bildmonolithen bauen. Auch das ist natürlich möglich. Das heißt, ich kann auch einen großen Bildprozess haben und mehrere Webkomponent-Definitionen innerhalb eines Bildprozesses generieren. Das ist durchaus möglich. Ja. Es ist nur dann die Frage, möchte ich das separat voneinander laden? Dann wäre ich wahrscheinlich danach streben, ein eigenes JavaScript-Bundle am Ende zu haben. Dann ist es immer die leichteste Option, sich auch eine eigene Applikation für diese Webkomponente anzulegen, beziehungsweise zumindest eine eigene Bildkonfiguration, damit ich diese Webkomponente bauen kann. Ja? Also es ist durchaus in beide Richtungen möglich. Ich kann Webkomponenten in einem großen Bildprozess machen. Ich kann sie aber auch, wenn ich, und das ist meistens die Anforderung, eigene JavaScript-Bundles haben möchte, dann kann ich die durchaus auch separieren, ja. Also wichtig ist, man hat die Entscheidung bei sich und man kann sich für beide Varianten entscheiden. Der Rest von den Fragen, die jetzt schon gestellt worden sind, würde ich sammeln für das Discussion-Panel am Ende, damit die anderen dann auch ihren Senf dazu geben können und würde dann wieder zurück an den Manfred verweisen, weil ich glaube, der hat auch noch einiges an Input für uns in Bezug auf Model Federation. Genau, super. Ja, besten Dank, Michael. Besten Dank, Conny. Wir sehen uns dann gleich im Panel. Ja, und ich gebe es da gleich mal meinen Bildschirm frei. Da sehen wir schon, Rekursion. Man muss Rekursion verstehen, um Rekursion verstehen. Bevor ich jetzt hier loslege, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, jeder, der Fragen stellt, nimmt an einer Verlosung von 2 Freitickets für die Enterprise NG, die Spezial-NG-Conf, nächsten Monat statt. Und weil ich vorhin die Folien nicht gezeigt habe, noch einmal vielen Dank an unseren Sponsor Netconomy und Arenatech. Gut, ich würde sagen, starten wir los in das Thema rund um Module Federation. Wir haben ja schon viel darüber geredet. Und erst dann werden wir ein wenig konkreter werden. Übrigens, das Tolle an Module Federation ist, dass der Name Federation uns ganz, ganz viel Spielraum für Star Trek-Memes gibt. Und an der Stelle gleich einmal der allerwichtigste Hinweis, wenn ihr alles vergesst, bitte denkt dran, in dem Moment startet gerade die 3. Staffel von Star Trek Discovery drüben in den Staaten. Wir in Europa kriegen es dann ab morgen früh wahrscheinlich auf Netflix, also unbedingt mal reinschauen. Gut, aber mal abgesehen davon möchte ich hier über 3 Sachen reden, nämlich Module Federation als solches,
Ich möchte zeigen, wie ich sowas wie Federated Angular machen kann, also wie ich Module Federation mit Angular verheiraten kann und wie wir damit umgehen, wenn ich einen Version Mismatch habe. Wenn zum Beispiel das eine Microfrontend RxJS7 und das andere Microfrontend RxJS6. Benötigt. Kann ja durchaus sein, dass wir, wenn sich die Bestandteile zur Laufzeit treffen, drauf kommen, dass die unterschiedliche Versionen von den gleichen Dependencies benötigen. Gut, darf mich an der Stelle auch ganz kurz vorstellen. Ich bin Manfred, ich bin als Trainer und Berater bei Angular Architects unterwegs. Wir machen sehr viele Trainings und Beratungen für Angular im Enterprise-Bereich, wo es darum geht, dass man große, langfristig wartbare Anwendungen schreibt. Eines unserer Produkte ist dieser Workshop hier, findet übrigens nächste Woche wieder als öffentlicher Workshop statt. Kann man sich noch anmelden und viel, viel häufiger als In-House-Workshop. Und daneben bin ich auch ganz gut mit der Angular-Community verbunden. Bin aus Österreich, das hört man an meinem Akzent, bin aber auch viel in Deutschland unterwegs. Ich denke, 2/3 meiner Kunden sind deutsch. Das hat sich so ergeben aus der Historie heraus. Habe mich schon immer viel in Deutschland aufgehalten, habe sogar einen deutschen Studienabschluss, einen deutschen Master. Gut, Fernuniversität Hagen, habe dann auch die Uni einmal von innen gesehen bei der Abschlussprüfung, aber immerhin. Und ab und zu darf ich auch in andere Länder einreisen. Gut, starten wir mal los. Webpack 5 Module Federation. Was hat's damit auf sich? Naja, die Idee ist, dass wir ja für Microfrontends in die Lage versetzt werden müssen, separat kompilierten Code zu laden. Code, der separat kompiliert wurde, natürlich auch separat entwickelt wurde und separat deployed wurde. Und deshalb sagt man vielleicht, naja, das kann ja so schwer nicht sein, oder? Weil wir haben ja in ECMAScript mittlerweile dynamische Imports und davor hat es unter anderem unterstützt eh durch Webpack das Require-Statement gegeben, das etwas sehr Ähnliches gemacht hat. Also wird es doch möglich sein, dass man darüber greift auf eine andere Origin, auf eine andere Domäne und sich von da drüben ein paar Programmteile lädt, um sie anzuzeigen. Naja, auf den ersten Blick schaut es plausibel aus, aber in Wahrheit würde ich sagen, weit gefehlt, weil sowas funktioniert nun einmal nicht mit Webpack, auch nicht mit anderen Bundlers und somit auch nicht mit der CLI, die wiederum auf Webpack aufbaut. Das funktioniert nicht, weil Webpack und viele andere Bundlers davon ausgehen, dass alles beim Kompilieren da ist. Alles muss beim Kompilieren da sein, alles wird gemeinsam berücksichtigt, gemeinsam optimiert, Stichwort Reshaking, und dann und wirklich erst dann werden Bundles, Chunks erzeugt, die man per Lazy Loading laden kann. Das heißt, auch wenn wir Lazy Loading haben, das ganze Zeug muss beim Kompilieren bekannt sein. Und genau das ändert Module Federation, das letzten Samstag mit Webpack 5 eingeführt worden ist. Module Federation definiert 2 Rollen von Anwendungen. Da gibt es den Host, das ist bei uns die Shell, die Microfrontend-Shell, und da gibt es den Remote, das ist bei uns das Microfrontend. Und beides kann jetzt konfiguriert werden mit einer minimalen Webpack-Config. Ich kann zum Beispiel der Shell sagen, du, es gibt diesen Remote MFE1, steht hier für Micro Frontend 1, ich weiß, sehr kreativ. Und wenn du eine URL siehst, die mit MFE1 beginnt, dann bitte versuch nicht die URL lokal aufzulösen, sondern greif darüber und lade von da drüben diesen oder jenen Anwendungsbestandteil. Diese Angular-Komponente, diese View-Komponente, dieses Angular-Modul. Übrigens kann man hier auch Aliases vergeben. Ich kann sagen, hey, was bei mir MFE1 heißt, heißt da drüben irgendwie anders. Manfred oder Batman oder wie auch immer. Hier habe ich einen Nicht-Alias. Bei mir heißt es hier auf beiden Seiten gleich. Auf der anderen Seite kann ich auch konfigurieren. Da kann ich sagen, hey, du Remotes, du exportierst bitte diese Komponente oder dieses Modul unter diesem schönen Namen. Somit wären da Teile aus der Anwendung nach außen gegeben, nach außen hin bereitgestellt.
Und dann passiert etwas Wunderschönes. Ich garantiere es euch, etwas Wunderschönes. Ich mache einen Import wie diesen hier. Und dieser Import verweist jetzt da auf das exportierte Element da drüben. Aufgrund der Namen weiß jetzt Webpack im Unterbau, ich muss von da drüben jenes Teil laden, das als CMB, als Component exportiert wurde. Das Coole an der Sache ist, euer Framework, sei es Angular, sei es Vue, sei es React, kriegt davon gar nichts mit. Für euer Framework ist das ganz normales Lazy Loading, aber im Unterbau macht hier Webpack wirklich viel, um aus einer separaten Anwendung etwas in eure Shell zu kommen. Jetzt da müsst ihr natürlich auch einmal bekannt geben, unter welcher URL welches Micro-Frontend erreichbar ist. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Zentrum steht aber immer der Remote Entry. Das ist ein minimales JavaScript-File, das Webpack für jeden Remote, für jedes Micro-Frontend erzeugt. Minimal sind ein paar Bytes, ist wirklich nichts Großartiges. Und die paar Bytes sollten am Anfang in die Shell geladen werden. Sollten. Weil sobald die Shell hier das Micro-Frontend kennt, kann es Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel die alte Frage, gehen wir zu dir oder zu mir? Nehmen wir mein Angular 9 oder nehmen wir dein Angular 9.1? Wenn der Remote Entry Point später geladen wird, das ist auch technisch möglich, da spricht man dann von dynamischen Module Federation, dann kann diese Aushandlung nicht mehr passieren. Da muss man dann nehmen, was übrig bleibt oder mit einem Fallback vorlieb nehmen. Also, der Remote Entry Point sollte möglichst früh geladen werden. Man kann ihn auch just on demand laden, aber dann hat man bei der Versionsaushandlung ein paar Nachteile. Das geht mit einem dynamischen Script Tag, das geht mit der Webpack Runtime API, das geht über einen dynamischen Script Tag, denkt an DOM-Manipulation oder Server-Side Rendering. Und das geht auch über die Webpack-Config. Das Coolste an Module Federation ist, ich kann Abhängigkeiten teilen. Ich kann sagen, hey, ich habe Angular Core und anderes Zeug. Du hast auch Angular Core und anderes Zeug. Und deswegen teilen wir das. Das heißt, wir müssen das Ding nicht zweimal laden oder auch nicht zehnmal, wenn wir 10 Micro-Frontends haben, sondern im besten Fall wird der Angular Core nur ein einziges Mal geladen und dann wieder verwendet. Das hat man zwar in der Vergangenheit auch irgendwie hingekriegt, aber das war eher so mit Externals arbeiten und dann ganz viel Logik und Konventionen drüber stülpen. Jetzt kriegen wir das gratis out of the box. Gut, also unterm Strich eine coole Sache, weil nachdem wir alles konfiguriert haben, schaut das für uns aus wie Lazy Loading. Die schwierige Arbeit macht Webpack im Unterbau. Es stellt sich die große Frage, bei Angular viel mehr als bei anderen Frameworks, wie schaffen wir es, dass unser Lieblingsframework, nämlich Angular, unsere Lieblings-CLI, nämlich die Angular-CLI, mit Module Federation zusammenspielt. Wie können wir die verheiraten? Und um das Problem zu demonstrieren, das wir hier haben bei dieser Aufgabenstellung, sei einmal darauf hingewiesen, dass die Angular CLI ja sehr wohl Webpack verwendet, aber es schirmt Webpack vor uns ab. Das heißt, wir kommen da nicht richtig ran an Webpack und somit können wir Webpack auch nicht so richtig sagen, hey, nutzt doch bitte diese Module Federation Config. In vielen Fällen ist das gut. In vielen Fällen nimmt das nämlich Komplexität raus, dass Webpack im Unterbau verwendet wird, ohne dass wir etwas davon merken. Aber wenn wir Webpack halt ein wenig fein justieren wollen, dann ist es schwierig. Vor allem dann, wenn wir eben eine Module Federation Configuration ins Spiel bringen wollen. Ist übrigens im Deutschen ein einziges Wort. Modul, Federations, Konfigurations, Vorschlags, Ablehnung, Revision, wie auch immer, im Englischen hat man da viele unterschiedliche Wörter. Das heißt, die Herausforderung ist, dass wir dieses Ding da drüben irgendwie reinkriegen. Aber dafür gibt es Lösungen. Angular, vor allem die Angular CLI, seit Version 6 basiert auf Builder. Ein Builder ist nichts anderes wie eine austauschbare Strategie,
Und die Strategie, die verwendet halt im Standard-Lieferumfang Webpack. Und das könnte man sich einen minimalen Builder schreiben, der auch Webpack verwendet, der vielleicht sogar an den Standard-Builder weiter delegiert, aber davor ein wenig die Webpack-Config anpasst, nämlich um all das, was wir für Module Federation brauchen. Ja, und genau das habe ich gemacht mit Angular Architects Module Federation. Man kriegt es auch mit anderen Mitteln hin und man kann sowas natürlich auch selber schreiben. Das ist vom Inhalt her vielleicht 10 Zeilen Code und dann kommt halt der typische Boilerplate dazu, damit die Implementierung als Builder akzeptiert wird von der CLI. Ich habe das schon einmal geschrieben. Das heißt, ihr könnt es einmal nutzen, um damit zu starten. Angular Architects Module Federation heißt das Ding. Und es macht sogar mehrere Sachen. Es generiert euch das Skelett für eine Module Federation Config. Das heißt, ihr müsst dann nicht mehr auswendig die Config runterschreiben. Ihr müsst nur mehr das Skelett anpassen. Es installiert einen Custom Builder, der die Config an Webpack im eigentlichen Builder weitergibt. Und es weist so nebenbei auch eindeutige Boards zu, damit ihr mit ng-serv zeitgleich verschiedene Micro-Frontends starten könnt. Wie nutzt man das Ding? Naja, man fügt es mit ng-add hinzu, man kriegt dann ein paar Fragen gestellt, die beantwortet man, dann passt man das Skelett der Webpack-Config an und dann macht man ein ng-serv und das war's auch schon. Also eigentlich relativ geradlinig. Ja, und das Ganze ist so ein wenig wie die 1980er Jahre, wenn ihr mich fragt. Man muss das erlebt haben, sonst kann man sich da nichts so richtig drunter vorstellen. Dauerwellen für Männer, ich weiß noch immer nicht, wie ich das meinem Sohn erklären soll. Und ja, deswegen schauen wir uns das Ganze hier mal live und in Farbe. So, zu diesem Zweck gehe ich hier mal in eine Anwendung rein, die ich vorbereitet habe. Das hier ist meine Shell. Und wenn ich bei dieser Shell auf Flights klicke, bekomme ich eine Dummy-Route. Not implemented jetzt. Das liest man natürlich besonders gerne als Benutzer. Schlussendlich hätte ich aber gerne, dass beim Klick auf Flights an dieser Stelle eine ganz andere Anwendung geladen wird, nämlich diese hier. Mein rotes Micro-Frontend. Beides ist in Angular geschrieben und wie man hier sieht, beides funktioniert auch für sich alleine im Standalone-Mode. Das ist häufig ein wichtiges Kriterium für Micro-Frontends. Die müssen auch im Standalone-Mode funktionieren. Die sollen ja von separaten Teams entwickelt werden, separat kompiliert und deployed werden. Und die Shell lädt dann die neueste Version oder eine konfigurierte Version vom Server. Genau das möchte ich jetzt einmal mit Live-Coding implementieren. Und bitte alle vor den Bildschirmen Finger kreuzen. Ich mache das das erste Mal im Live-Coding. Ich hoffe es. Funktioniert auch. So, mal schauen. Ja, ein paar Leute sind noch dabei. Also raus auf die Konsole. Da habe ich ein Konsolenfenster fürs Micro-Frontend und ein Konsolenfenster für die Shell. Ich mache das mal größer und sage ng-add angular architects slash module federation. Spannung steigt. Normalerweise wird es installiert werden. Ich habe schon installiert. Er will wissen, um welches Projekt geht es denn. Es geht um meine Shell. Und welches Board soll die Shell verwenden? Ich nehme da mal 5000. Intern wird alles eingerichtet. Der Builder wird konfiguriert in der Angular-JSON. Das Board wird zugewiesen. Und ich bekomme sogar 2 Webpack-Configs. Eine fürs Testen und eine für die Produktion. Dasselbe mache ich im zweiten Fenster auch noch einmal für mein Micro-Frontend. ng-add angular architects module federation. Jetzt geht um MFE1, das Micro-Frontend 1. Ich nutze hier Board 3000. Da wird ebenfalls alles vorbereitet. So, werfen mal einen Blick in den Code rein. Hier mal alles zu, close all und jetzt würde ich sagen, gehen wir in unser Micro-Frontend rein, da sehen wir bereits die Webpack-Config.js. Und ganz wichtig, das hier ist keine vollständige Webpack-Config, es ist nur eine partielle Webpack-Config,
die alles beinhaltet, was wir für Module Federation brauchen. Zum einen sollte man beim Bilden angeben, wo das Ding schlussendlich deployed wird. Es ist vor allem deswegen wichtig, weil wir vielleicht Bilder nachladen wollen, CSS-Dateien, Fonts und so weiter. Insofern sollte man den Public Path hier angeben. Ist jetzt aus Bildsicht nicht super toll, aber aus Sicht von Webpack verständlich, dass man die Information früher oder später braucht. Und nachdem ich hier ein Monorepo verwende, vergebe ich einen Unique Name. Wenn ihr kein Monorepo habt, braucht ihr keinen Unique Name, weil der Standardwert davon ist der Name in der Package.json. Bei einem Monorepo hat man allerdings eine Package.json und viele Projekte. Insofern macht es da schon Sinn, den Unique Name zu setzen. Module Federation Micro Frontend 1. So, das brauchen wir in der Beta-Phase für CLI 11 Beta. Und bei dem Plugin sehen wir das Module Federation Plugin. Und da sage ich einmal, hey, ich möchte angesprochen werden als MFE1. Auch im Sinne von Module Federation. Das hier ist mein Remote Entry. Der informiert die Shell über alle Details. Und hier möchte ich ein paar Sachen exposen. Und da habe ich schon vorhin gesagt, typischerweise passt man dann dieses Skelett an. Ich sage, als Module möchte ich gerne etwas exposen, nämlich flight/flights/module. Ich könnte jetzt noch andere Sachen exposen. Das hier brauchen wir erst für den Host etwas später. Plus, ich möchte Sachen teilen. Bin zwar Einzelkind, aber teile trotzdem gern Angular Core, Angular Common und den Router. Das war's dann auch schon. Module Federation ist hier konfiguriert. Ich exportiere mein Flights Module. Und wenn wir da mal kurz reinschauen, das Flights Module hat Kindrouten. Welche ist jetzt nicht wichtig, aber es hat Kindrouten. Das bedeutet, wenn ich mit dem Router das Modul lade, habe ich plötzlich weitere Subrouten, die ich anspringen kann. Gut, da brauchen wir natürlich auch Webpack 5. Webpack 5 ist ja am Samstag erschienen, aber neben Webpack 5 brauchen wir auch eine CLI-Version, die Webpack 5 unterstützt. Und das ist bei uns, ich zeige es euch mal, CLI 11 in der Beta 4, offiziell heißt es Next 4. Ab der Version könnt ihr Webpack 5 als Opt-in verwenden. Bei älteren Versionen kracht es mit Webpack 5. Hier könnt ihr Webpack 5 verwenden als Opt-in. Das Angular-Team und einige Contributor arbeiten gerade hart dran, dass die Webpack 5 ordentlich da rein integrieren. Derzeit gibt es noch ein paar Brösel. Das heißt, derzeit ist es zum Ausprobieren ganz gut, aber Next 4, auch Next 6, die aktuelle Version ist, haben hier noch nicht alles von Webpack 5 integriert. Deswegen wird die CLI nach wie vor standardmäßig mit Webpack 4 geladen, aber ihr könnt sagen, verwende doch bitte doch Webpack 5. Ihr könnt also hier das Ding zwingen, Webpack 5 zu nutzen, und dieser Eintrag wird von Jan ausgewertet, deswegen das Ganze bitte mit Jan installieren. Und dann kriegt ihr tatsächlich Webpack 5 erzwungen, obwohl dieses Ding hier standardmäßig Webpack 4 verwenden würde. Gut. Man sieht also, das Angular-Team arbeitet dran und es funktioniert mal zum Herzeigen, zum Ausprobieren für Prototypen. Die haben ja auch noch ein, zwei Monate Zeit, bis die CLI 11 final fertig sein soll. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Webpack-Config angepasst. Ich exportiere ein Modul mit Kindrouten. Dasselbe machen wir jetzt auch in der Shell. Das heißt, ich wechsle rüber in die Shell, habe da auch eine Webpack-Config generiert bekommen und da machen wir dasselbe Spiel noch einmal. Unique Name, Public Path, die Einstellung für die Beta-Phase, CLI 11 Beta und dann haben wir hier ein paar Einstellungen, nicht für Remote, sondern für den Host. Und da sehen wir, jawohl, wir greifen auf etwas zu, das sich MFE1 nennt
Und das heißt, da drüben auch MFE1 und da drüben ist übrigens diese Pfad, diese URL. Die URL verweist auf den Remote Entry. Und wenn ihr jetzt da aufschreit, dass ich hier diese URL hardcodiere, das muss nicht so sein. Ich finde, fürs Debuggen ist das ganz nett. Da muss ich nicht an 20 Stellen was anpassen, aber für die Production könnt ihr das hier auch weglöschen und diesen Entry Point auf andere Art und Weise laden. Ich verwende hier mal die Variante. Und auch hier möchte ich teilen. Nachdem ich auf beiden Sachen dieselben Shared Libraries habe, werden die jetzt da zwischen Shell und Micro Frontend geteilt. So, wie schaut es denn hier aus mit dem Lazy Loading? Wenn wir bei der Shell in die Routen reinschauen, dann sehen wir, jawohl, da habe ich schon was vorbereitet, nämlich diese Route hier schaut auf den ersten Blick aus wie Lazy Loading. Aus Sicht von Angular ist es auch Lazy Loading. Das heißt, ich brauche in der Welt von Angular keine Sonderlocken, aber in Wirklichkeit lade ich hier etwas, das erst zur Laufzeit bekannt ist, etwas, das Webpack für mich auflöst. Klar, TypeScript sagt, du, diese URL kenne ich ja gar nicht, ist aber kein Problem, ihr könnt eine ambiente Deklaration machen, damit könnt ihr sagen, hey, beruhig dich, TypeScript, dieses Modul, das wird es zur Laufzeit geben. Ambiente Deklaration oder Typing, wie es offiziell heißt, einfach ein File machen, das auf DTS endet. Ihr könnt das File irgendwo hinbacken, das wird schon gefunden bei der Standard-Config von Angular. Und dann klappt es auch mit dem Compiler. Da mods der Compiler ja nicht mehr, dass ich auf etwas zugreife, das ja gar nicht bekannt ist. Okay, coole Sache. Da habe ich da ein paar Sachen geändert. Schauen wir mal, ob die funktionieren. Ich starte jetzt einmal ganz langsam meine beiden Projekte von Hand. Ja, in der richtigen Welt werdet ihr ein Skript haben, das alles parallel startet. Sowas wie Concurrently oder NX hat da auch ein paar nette Scripts wie Run Many. Ich mache es hier mal wirklich komplett von Hand. Vor allem deswegen, dass ich hier beim Live-Coding die Fehlermeldungen ein wenig besser sehe und auseinanderhalten kann. So. Mal schauen. Ja, da ist alles gut. Die Ausgabe ist ein wenig zerbröselt, weil ich zu viel gesummt habe. Aber prinzipiell ist alles im grünen Bereich. Deprecations sind was für Weicheier. Nee, das ist was, was dann noch behoben wird, wenn die CLI mal fertig ist. Wie gesagt, ist er derzeit Beta. Und, ui, Board 3000 ist in Use. Wer nutzt denn mein Board 3000? MFE1, was habe ich hier gestartet? Ah, okay. Dann starten wir hier doch die Shell. Hier MFE1. Ich habe aus Versehen beides, nicht beides, sondern nur eines von beiden zweimal starten wollen. Das ist natürlich zu viel des Guten. So, Love Forest. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ja, alles im grünen Bereich und auch hier alles im grünen Bereich. Ein Wahnsinn, man könnte die Auffassung bekommen, ich hätte mich vorbereitet. Gut, wir haben da jetzt die Shell und wenn ich daher klicke, jawohl, wow, wir haben tatsächlich es geschafft, unser Micro-Frontend, das auch im Standalone-Mode läuft, in die Shell zu laden. Und nur damit man sieht, was da technisch unter der Motorhaube passiert, einmal aufs Network-Tab wechseln, das Ganze reloaden und daherklicken auf Flights. Naja, daherklicken auf Flights, das war ich, glaube ich, zu schnell. Probieren wir es nochmal. Schaut doch alles gut aus. Wunderbar. Common.js heißt das Ding. Naja, komisch. Ich hätte mir erwartet, dass da jetzt da an der Stelle dieses Micro-Frontend geladen wird, hätte man jetzt eigentlich sehen müssen. Aber wir sehen, wahrscheinlich heißt es jetzt nur einfach Common.js, weil ich im Debug-Mode bin. Es kommt tatsächlich von da drüben, von Localhost 3000 und ich selber bin auf Localhost 5000.
Das heißt, wir haben hier tatsächlich mehr als nur Lazy Loading. Ich greife rüber in eine andere Domäne rein. Ja, und 12 Kilobyte hier, das beweist, dass da Angular nicht mehr mitgeladen wird. Das wäre viel zu groß, das wäre deutlich größer als 12 Kilobyte, wenn ich mit dem Micro Frontend auch noch Angular Core, Angular Common und den Router beziehen müsste. Ja, coole Sache. Bei der Knopf-Hoff-Show würde jetzt die Dixieland Band spielen. Ich habe mir keine Dixieland Band leisten können, deswegen hier noch eine Konfettikanone. Yay! Sehr cool. Das sollten wir standardmäßig machen. Immer dann, wenn eine Demo funktioniert auf Konferenzen. Das wäre doch irgendwie ganz nett. Oder man kriegt einen Gehörschaden. Ich weiß es nicht so genau. Gut. Kurzer Kontrollcheck. Jawohl. Ihr seid noch alle da. Dann können wir hier ein wenig weitergehen. Haben nämlich noch ein kleines Thema für euch, das, wenn ihr mich fragt, wirklich eine coole Sache bei Module Federation ist, nämlich es kann verdammt gut mit Version Mismatches umgehen. Da wird dann auch der Tobias im Interview noch ein wenig was dazu erzählen. Stellen wir uns vor, wir wollen zwei unterschiedliche Versionen von RX laden. RX6 auf der einen Seite, RX7 auf der anderen Seite. Nun, standardmäßig versucht jetzt mal Module Federation diese Konflikte aufzuheben, indem es am Beginn, wenn die Anwendung startet, eine Aushandlung macht. Deswegen wäre es auch wichtig, auch wenn es nicht zwingend nötig ist, dass ihr am Beginn schon die Remote Entries ladet. Wenn die geladen sind, passiert eine Aushandlung und Webpack entscheidet sich für die höchste kompatible Version nach Semantic Versioning. Das heißt, 6.1 auf der einen Seite, 6.2 auf der anderen Seite, wir nehmen 6.2. Wenn es keine höchste kompatible Version gibt, weil wir 5 auf der einen Seite haben und 6 auf der anderen, dann gibt es mehrere Fallback-Strategien und die einfachste und standardmäßige ist auch, jeder nimmt eine eigene Version oder wir machen einen Fallback auf eine eigene Version. Also RX6 hier, RX7 dort, beide kriegen standardmäßig ihre RX-Version, heißt aber auch, RX wird doppelt geladen. Möchte ich vielleicht nicht haben, aus Gründen der Performance. Ich kann die Anforderungen auch relaxen. Ich kann sagen, hey, ich brauche zwar RX7, aber ich weiß, ich funktioniere auch mit RX6, wenn es unbedingt sein muss. Es kann nützlich sein, gerade denn dann, wenn man weiß, jawohl, es ist zwar offiziell eine neue Major, aber inoffiziell hat sich nicht so viel geändert. Denkt an Angular 10, von 9 auf 10 hat sich wenig geändert. Das heißt, alles, was mit 9 geht, wird auch ziemlich wahrscheinlich mit 10 gehen und vice versa. Ich kann Libraries auch als Singleton konfigurieren, wo ich sage, nein, du darfst nur einmal geladen werden. RX darf nur einmal geladen werden. Und wenn es mehrfach geladen wird, dann schmeißen wir eine Exception. Fail fast. Also lieber scheitere ich schnell, als dass ich irgendwie zur Laufzeit ein komisches Verhalten kriege. Kann da auch die österreichische Lösung konfigurieren. Da bekomme ich nur eine Warning, wo man sagt, du weißt schon, eigentlich dürfte ich dich nur einmal laden, aber was soll ich machen? Jetzt bist du schon zweimal da. Dazu vielleicht ein paar Gedankenexperimente. Stellen wir uns vor, die Shell will Version 10, das Micro Frontend 1 Version 1.1, 10.1.1, das Micro Frontend 2 Version 9. Anhand von dem Szenario sehen wir schon das Standardverhalten. Wir kriegen für die Shell und für Micro Frontend 1 die Version 10.1.1, weil das ist die höchste kompatible Version bei diesen beiden hier. Und für Micro Frontend 2 machen wir halt einen Fallback auf die Version 9, weil offiziell nach SAMware Version 9 nicht mit Version 10 kompatibel sein muss. Das ist das Standardverhalten, wenn die Entry Points zeitig geladen werden. So schaut es aus, wenn ich etwas als Singleton konfiguriere und wenn ich auch noch sage Strict Version, dann bekomme ich an der Stelle einen Klopfer auf die Finger, weil ich Side-by-Side Version 10 und Version 9 ansonsten laden müsste. Ja, und so schaut Relaxen aus.
wenn ich sage, hey, ich brauche eigentlich die Version 10, aber ich weiß, dass ich mit alles ab Version 1.0.1 und alles unter Version 11.1.1 leben kann, dann kann ich hier auch Webpack Module Federation ein wenig zu Toleranz verhelfen. Wir sehen also, da gibt es viele coole Möglichkeiten. Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, ja, das hört sich alles gar nicht so blöd an, ich habe das alles zusammengeschrieben in meinem E-Book, könnt ihr euch hier gratis runterladen, angulararchitect.io/book. Und wenn ihr sagt, ui, das hört sich schlimm an, trotzdem das Book herunterladen, vielleicht liest es sich ja besser, wie es sich anhört. Esther, fragt ihr euch vielleicht, ja, geil, wann kann ich es haben? Und die Antwort habe ich eh schon gegeben. Webpack 5 könnt ihr sofort haben. Das ist schon final. Bei der CLI braucht man halt Webpack 5 Support. Die aktuelle Beta-Version unterstützt Webpack 5, mehr oder weniger. Damit kann man schon einmal Prototypen machen. Für die Produktion würde ich warten bis CLI 11. Wenn alles gut geht, wird Webpack 5 mit CLI 11 ordentlich funktionieren, zumindest als Opt-in-Lösung. Man weiß es nicht genau, ob man es als offizielle Lösung hinkriegt, ob man da genug testen kann bis dahin, aber als Opt-in, das in gewissen Szenarien ganz ordentlich funktioniert, möchte man es mal hinkriegen. Hat ja auch zig andere Vorteile neben Module Federation. Version 11 ist übrigens im späten Herbst fällig. Ich tippe mal auf später November, früher Dezember. Und wenn es sich wirklich nicht ausgehen sollte, das nächste Zeitfenster öffnet sich mit CLI 12 im Frühling. Da sollte man es dann wirklich haben. Ja. Schauen wir mal. Aber mit der Opt-in-Lösung schaut es eigentlich jetzt schon ganz gut aus. Gut, lasst mich mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, Module Federation gibt uns die Möglichkeit, separat kompilierten Code, auch separat deployten Code zu laden. Wir haben gesehen, wir können die Angular CLI dazu bewegen, mit Module Federation zu arbeiten. Und dazu habe ich hier dieses kleine CLI-Plugin gebaut, das auch ihr euch gerne laden könnt oder nachprogrammieren könnt. Vielleicht zu Beginn mal laden. Und dann mal weiterschauen. Und wir haben gesehen, Module Federation gibt uns ganz, ganz viele Features, um Version Mismatches aufzulösen. Das ist vielleicht eines der coolsten Sachen, sowas händisch zu programmieren, macht wirklich keinen Spaß. Ja, hier habt ihr noch meine Koordinaten, meine Unterlagen gibt es auch schon auf meinem Blog und ich werde auch über das Zeug ein wenig twittern. Übrigens, wenn ihr wollt, folgt mir einfach auf Twitter oder auf Facebook, damit wir ein wenig in Kontakt bleiben können. Gut, okay. Dann gehe ich mal wieder zurück zu meinem Studio und hole die Conny auf die Bühne. Conny, du hast inzwischen ein wenig mitgeschaut, ob es Fragen gibt oder ob sich die Leute beschweren, Fragen gestellt hat. Hört man mich doppelt? Nein? Okay. Nee. Wenn ja, du gesagt, doppelt hörst, dann vielleicht, weil du YouTube im Hintergrund offen hast. Klappt schon. Also ich habe fleißig notiert, wer die Fragen gestellt hat für die Verlosung. Ich starte gleich mal rein mit der ersten Frage, die wahrscheinlich eh schon beantwortet ist. Und zwar geht es um die Angular CLI und ob die zukünftig standardmäßig Module Federation unterstützt. Speziell ist da gefragt, ob man diese Custom Builders da jetzt immer brauchen wird oder ob da vielleicht doch noch eine andere Lösung kommt. Ja, also derzeit ist es beim Angular-Team wirklich die Idee, dass man Webpack 5 unterstützt, aber es gibt noch keine offizielle Idee, wie man offiziell Module Federation exposen wird. Und deswegen wird man wohl noch eine ganze Zeit lang Custom-Builder benötigen. Das ist auch nicht ganz unüblich.
weil jeder, der bis jetzt der Webpack ein wenig tweaken hat müssen für Sonderaufgabenstellungen, hat genau dasselbe gemacht. Auch eine coole Frage war, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich bereits ein Monorepo habe und Model Federation verwenden will? Gibt es da eine Lösung? Wie schaut es da aus mit der Package-JSON und dem Back-Configs? Funktioniert das irgendwie oder brauche ich da wirklich separate Repos? Also man braucht keine separaten Repos. Microfrontends by the book sehen zwar separate Repos vor, weil eine Repository-Grenze eine ziemlich harte Grenze ist. Ein Ziel von Microfrontends ist ja die Isolation. Ich soll nicht so ohne weiteres mir nichts, dir nichts in die andere Domäne, ins andere Microfrontend reingreifen dürfen, weil dann habe ich die Situation, wo alles von allem abhängig ist. Wenn ich dieses Problem anders in den Griff kriege, spricht nichts dagegen, mit einem Monorepo zu starten und auch bei einem Monorepo zu bleiben. Ich habe beides in der Praxis funktionieren sehen, Monorepos und mehrere Repos, beides hat halt unterschiedliche Konsequenzen. Und ganz nebenbei, wenn ihr sowas wie NX habt, könnt ihr mit Linting-Regeln sicherstellen, dass eine Seite nicht auf die andere Seite zugreifen darf und dass somit meine Micro-Frontends isoliert sind und auch bleiben. Also einfach im Monorepo bleiben für den Start, würde ich sagen, und genau das machen, was ich in der Demo gemacht habe. Cool. Dann noch eine Frage, bevor wir vielleicht den Rest dazu holen. Und zwar hast du hier erwähnt, dass es da gewisse Fallbacks gibt, wenn der Host da das, was er laden will, nicht findet. Wie funktioniert das genau? Und ist das irgendwie konfigurierbar? Ja. Genau, also da kann dann sicher der Tobias auch noch einiges dazu sagen. Ich habe es mir auch auf meiner Fragenliste für Notiers notiert, weil der hat das Ganze implementiert. Aber um es kurz zu sagen, genau, standardmäßig SAMware, das heißt, es wird versucht, die höchste kompatible Version zu laden. Wenn das nicht geht, ist der Fallback auf die eigene Version. Ganz salopp gesagt, es ist ein wenig komplizierter in Wahrheit. Plus, ich kann relaxen, also sagen, du brauchst eigentlich Version 9, aber du funktionierst trotzdem mit Version 8. Oder ich kann Singletons konfigurieren, wo ich eine auf die Finger kriege, wenn ich da einen Blödsinn zusammen konfiguriere. Okay. Für den Rest der Fragen dann im Panel. Gute Idee, machen wir so. Vielen Dank mal fürs Überwachen der Fragen. Übrigens, wenn ihr rausfliegt aus YouTube, dann liegt das daran, dass ihr euch nicht an den Code of Conduct gehalten habt und die Conny hart durchgegriffen hat. Also auch dafür besten Dank an die Conny, dass sie auf das ein wenig ein Auge hält nebenbei. Super, okay, ja, dann würde ich sagen, holen wir mal unseren Special Guest auf die Bühne. Tobias, hallo. Hallo. Ah, ja. Hätte fast auf meine Tröten vergessen. Ich habe ein paar Tröten zu viel, glaube ich, bestellt. Die reichen bis Karneval 2025 oder auch Fasching. Wie sagt man bei euch in Franken? Karneval oder Fasching? Fasching, okay, cool. Ja, super, dass du dir heute Zeit genommen hast und auch, dass du das Ganze implementiert hast zu großen Strecken. Beginnen wir mal mit einer kleinen Vorstellung. Magst du ein paar Worte über dich selber verlieren? Gerne. Also ich heiße Tobias Koppers, ich bin 31 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne in Bayern, also in Franken und ja, seit 2017 mache ich jetzt Vollzeit Webpack im Prinzip und bin auch Freelancer im Prinzip sozusagen. Und davor habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe C-Sharp-Entwicklung gemacht. Ich habe Informatik studiert davor. Haben wir ja schon gesprochen drüber. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Weil ich habe mein Hobby ja zum Beruf gemacht. ja. Lässig. Ich finde es interessant, dass du als Franke sagst, du wohnst in Bayern. Wie ich das letzte Mal gesagt habe, ich habe das Wort Nordbayern verwendet, bin ich gerügt worden. Nee, wir sind keine Bayern, wir sind Franken, habe ich da gehört.
Und dann folgt immer eine Geschichte über Napoleon, der da irgendwie euch wo dazugewürfelt hat oder so. Ja, ich bin da nicht so strikt. Okay, sehr cool. Wie waren die Anfänge von Module Federation und wann habt ihr den Entschluss gefasst, dass ihr das Thema angehen wollt? Ja, das ist eigentlich schon ziemlich lang her. Also Zach Jackson hat es vor, glaube ich, 4 Jahren oder so mal ein Issue gemacht bei Webpack. So Many Builds as One und Micro Frontends und sowas. Und er hat dann irgendwie auch ein Jahr später, ich glaube 2019 oder so ein Prototyp gemacht. Das hieß damals Webpack External Import. Da konnte man schon mal sowas Ähnliches machen. Also die Idee war eigentlich im Prinzip, mehrere separate Builds sozusagen in ein gemeinsames Modul Cache zu laden, einfach mit der Hoffnung, Modul-IDs sind gleich und man konnte dann einfach über ein bisschen hacky way sozusagen andere Module von einer anderen Anwendung laden. Ich habe das damals auch auf Twitter gesehen, das war, also da habe ich sozusagen meinen ersten Kontakt sozusagen damit gemacht. Das Issue habe ich eigentlich gesehen, aber ich habe das nicht so viel Beachtung geschenkt, bekommen zu viele Issues. Auf jeden Fall, als ich das auf Twitter gesehen habe, fand ich das auch ganz nett. Das hat auch viele Leute begeistert, im Prinzip sowas zu machen. Was mein Problem damals war, ich fand es zu hacky und zu instabil. Also ich fand es hat nicht sozusagen nicht den Webpack-Anforderungen entsprochen, meiner Meinung nach. Also ich, Webpack ist immer alles auf Stabilität und lieber was zu viel machen, als dass wir irgendwas machen, was irgendwie nur manchmal funktioniert oder instabil oder irgendwie so unreliable ist. Und deshalb habe ich damals auch vorgeschlagen auf Twitter, dass er doch mal ein Issue machen soll, dass wir das irgendwie in den Core mal gemeinsam reinmergen, ein bisschen weiterentwickeln können. Und das hat er auch dann gemacht. Er hat doch ziemlich ausführlich darüber geschrieben und wir haben auch ganz viel diskutiert darüber. Und ich habe sozusagen ein bisschen noch die Webpack Design Goals mit reingebracht, so mehr auf Stabilität Wert gelegt, ein bisschen andere Architektur. Und wir haben es dann im Prinzip nochmal von neu auf implementiert. Mit dem, was es jetzt ist, und ja, es waren noch ein paar Iterationen dann, bis es das war, was es jetzt ist, aber im Prinzip war es so und ja. Cool, perfekt. Also gute Leute auf Twitter gefunden und die gleich eingekauft. Ja, sozusagen. Sehr cool. Und dann noch ein wenig verbessert. Ich glaube, du hast das ja gerade gesagt, du hast ja das Ganze umfangreich refactored. Was ist da genau anders geworden, wie du das Ganze refactored hast? Also zum ersten Stand war das mit dem Shared-System noch ein bisschen anders. Also es war im Prinzip so, also die Syntax war ziemlich ähnlich, aber man hat halt irgendwie Angular Core geshared und dann wurde das geteilt auf jeden Fall. Und es gab keine Versionierung, es gab keine irgendwie mehrere Versionen in einer Anwendung. Und ich fand das auch ein bisschen zu unreliable, weil es könnte zum Beispiel der Fall sein, dass die Anwendung selbst irgendwie Version 8 benutzt und die irgendwie ein Node-Modul eine andere Version von Module 9 verwendet. Jetzt für Angular weniger, aber eher für so zum Beispiel Lodash oder sowas, für kleinere Bibliotheken, wo auch dann in Node-Moduls halt mehrere verschiedene Major-Versionen oder Versionen allgemein vorkommen. Und da wollte ich halt irgendwie ein bisschen was reinbringen, dass es auch ordentlich funktioniert. Also hinsichtlich Stabilität sozusagen, dass man wirklich auch verschiedene Major-Versionen in einer Anwendung und dann im gesamten Anwendungsraum sozusagen in den verschiedenen Microfrontends verschiedene Major-Versionen gemeinsam verwenden konnte, ohne dass die durch das Sharing eigentlich sich überschreiben oder in Konflikt stehen. Und deshalb die Idee mit dem Semantic Versioning, weil man hat die Information ja eh schon, in den ganzen Package-JSONs stehen ja, welche Versionen supported werden, welche Versionen installiert sind, das kann man ja alles rauslesen. Und das Refactor macht das jetzt auch, es guckt halt im Prinzip überall, wo halt irgendwie eine Version verwendet wird, wird in die nächste Package-JSON geschaut, welche Version wird dann benötigt, also welche Version-Range wird dafür benötigt und welche Version ist installiert. Alle, die installiert werden, werden dann sozusagen bereitgestellt an die gesamte Anwendung, an Micro-Frontends-Bereich sozusagen. Und die dann benötigt werden, die Range von der Package-JSON, die werden sozusagen dann aus dem gemeinsamen Share-Scope, heißt das sozusagen, wieder rausgenommen. Und so kann man dann mehrere Major-Versionen oder auch einzelne Versionen benutzen, die sich nicht gegenseitig konfliktieren und sozusagen gemeinsam benutzt. Und alles im Sinne, dass es ein bisschen stabiler ist und auch per Default einfach
gut funktioniert, ohne dass man irgendwie genau darauf achten muss, ich darf jetzt nicht verschiedene Versionen verwenden oder ich muss jetzt manuell gucken, dass ich nicht irgendwie in Konflikte gerate mit meinen verschiedenen Teams oder selbst in der eigenen Anwendung. Genau, das war das größte Refactoring dahingehend. Es gab ein paar kleine Refactoring von der Syntax und so weiter, aber ja, wir haben eigentlich, es war schon relativ viel von Anfang an relativ gut designed und gut implementiert, würde ich mal so sagen. Sehr cool. Ja, ich war echt erstaunt, wie ich das Feature für Shared Libraries gesehen habe, weil Module Federation war für mich schon ein großer Schritt nach vorne und dann deine Neuimplementierung von Shared Versions, wow, das war dann echt noch einmal fast schon ein zweiter Jauchzer, ein zweiter Juhu-Schrei. Sehr cool. Was waren so die großen Herausforderungen? Ja, also am trickiesten war eigentlich sozusagen, dass man diese Asynchronität versteckt, weil wenn man ja irgendwie aus einer anderen Anwendung was lädt und auch dynamisch lädt oder auch eine andere Anwendung von woanders ein Script-Tag importiert, das ist ja alles asynchrone und man möchte aber nicht die ganzen Module wie asynchron verwenden. Also das, was deine Beispiele haben jetzt immer ein dynamisches Import benutzt, aber was man ja auch machen will, ist einfach ein normales statisches Import. Für die Shared-Module zum Beispiel. Die Shared- und die Exposed-Module sind eigentlich intern ziemlich ähnlich. Beide haben eigentlich die gleiche Asynchronität drin. Beim Exposed-Modul kann man es ja manuell recht gut auch dynamisch importieren. Das kann man gut selber machen. Aber bei den Shared-Modulen, die werden meist irgendwie statisch importiert. Angular wird einfach normal importiert. Und dass das in Wirklichkeit asynchron ist, wird halt in Webpack, muss irgendwie gut versteckt werden. Und das ist ein bisschen tricky gewesen. Okay. Ich glaube, da bin ich auch mal reingelaufen. Ist, glaube ich, auch ein Fehler oder eine Fehlerquelle, die mittlerweile in der Doku beschrieben ist. Habt ihr, glaube ich, was gesehen? Vielleicht kommt da mal was in der Zukunft, das besser ist. Also aktuell ist halt so, dass, ich kann ein bisschen Details mal dazu geben, also die Asynchronität verstecken heißt im Prinzip, wie wird im Prinzip zum nächsten dynamischen, also asynchronen Import gehostet, also sozusagen dahin verschoben, dass es dann geladen wird, wenn man dynamisches Import, und da wird dann alles geladen, was da drunter ist, sozusagen. Das heißt aber, das initiale Laden hat da kein dynamisches Import, deswegen muss man am Anfang noch so ein dynamisches Import einschieben, damit man sozusagen die Asynchronität von dem ganzen Sharing und Aushandeln der, welche Version brauche ich denn, sozusagen an diese Stelle verschoben wird und da dann sozusagen gemacht wird, asynchron gemacht wird, um dann synchron die ganzen Shared-Bibliotheken bereitzustellen. Cool, perfekt. Jetzt ist es so, wir reden die ganze Zeit über Module Federation, aber Webpack 5 hat ja noch viel, viel mehr zu bieten. Auch das Angular-Team ist ganz happy, weil da einige neue, coole Optimierungen auch drinnen sind. Was sind denn so für dich die coolsten Features von Webpack 5 jenseits von Module Federation? Ja, eigentlich das größte Feature ist ja Persistent Caching, also dass wir ein File-System-Cache haben, sozusagen, dass man die Bildzeit reduzieren kann, indem man halt ungefähr die bisschen schlechtere Performance als wie inkrementelles Bild machen kann, aber sozusagen, dass man so ein inkrementelles Bild auch machen kann, während man sozusagen Webpack beendet und neu startet, das Ganze den Cache nicht nur in Memory hat, sondern auch auf dem Dateisystem, ist nicht ganz so schnell in Memory, logischerweise, aber es ist zumindest eine deutliche Verschnellerung im Vergleich zu dem normalen Cold Start von Webpack. Was wir auch noch ganz nett ist, dass wir vieles zu diesen wie Exports behandelt werden, also wie die getrackt werden, welche Exports es gibt, welche provided werden, welche benutzt werden. Da haben wir viel Refactor, dass es sozusagen jetzt mehr tracken kann, dass man jetzt auch irgendwie ein bisschen detaillierter tracken kann. Aktuell hat es noch nicht so viel Benefit, aber da kann man jetzt noch viel reinstecken, zum Beispiel sowas wie, wird eine Funktion, hat die einen Sys im Scope oder ist die konstant, also wird die nie verändert. Sowas könnten wir jetzt in Zukunft auch noch tracken zu den Exports von Modulen und können dann zusätzlich Optimierungen durchführen. Das ist jetzt noch nicht so viel passiert, aber man hat jetzt viel Potenzial noch in Webpack 5 neue Optimierungen zu machen. Da waren wir mit Webpack 4 schon an den Grenzen von dem, was man hatte. Cool. Was zum Beispiel dazukommen wird, ist jetzt zu dem Export-Tracking, dass wir jetzt auch Exports von CommonJS-Modulen tracken. Also vorher haben wir nur ECMAScript-Module getreeshaked und jetzt tracken wir auch Exports von CommonJS-Modulen und auch Require mit den Properties sozusagen. Das tracken wir jetzt alles und dann kann man jetzt auch, ist noch nur partiell unterstützt aktuell, aber kann man jetzt auch CommonJS-Module treeshaken und optimieren und
das könnte noch viel Potenzial für solche gut statisch analysierbaren CommonJS-Module zumindest geben. Cool. Das finde ich immer sehr cool, dass man heutzutage eine neue Version installiert und plötzlich ist der Speicherverbrauch kleiner. Plötzlich kriegt man kleinere Bundles raus. Das ist man ja lange Zeit lang nicht gewohnt gewesen, wo neue Versionen immer mehr Ressourcen gebraucht haben. Ja, Ressourcen vielleicht trotzdem mehr. Ich weiß noch nicht genau, muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall versuchen wir natürlich immer, die Bundle-Größe kleiner zu machen. Und uns ist wichtiger auch, dass sozusagen den End-User, sozusagen, also dass das Ergebnis im Browser besser ist, als dass wir jetzt irgendwie besonders hohe Build-Performance oder besonders wenig Memory-Verbrauch ist. Ich meine, das kann man alles zur Bildzeit, kann man da gut darauf verzichten, wenn man jetzt ein bisschen langsameres Bild hat dafür, aber der Endnutzer, die ja vielleicht mehrere Endnutzer, irgendwie 100.000 Nutzer im Monat, schnelleres Ergebnis haben, da hat man eigentlich immer ein gutes Trade-off, was man da machen kann. Mhm, cool. Wie schaut denn die Zukunft aus von Module Federation auf der einen Seite und allgemein von Webpack auf der anderen Seite? Also Module Federation, da sind wir ja eigentlich jetzt schon relativ viel mit den größten Features. Es werden vielleicht noch ein paar kleine Verbesserungen kommen. Also was geplant ist, zum Beispiel, dass man im initialen Laden vielleicht als Shared-Module benutzen kann. Da gibt es auch was Neues. Zum Beispiel gibt es ja dieses Top-Level-Await-Proposal. Das führt sozusagen eine neue Art von Modul ein, so asynchrone Module, die im Prinzip eine asynchrone Logik im Laden haben, weil das Await ja im Prinzip asynchron ist. Und das könnte man zum Beispiel auch mit Module Federation verbinden. Da könnte man dann die asynchrone Logik der Shared-Module auch in so eine Art Top-Level-Await-asynchrones Modul packen. Mhm. Nur mit Import, nicht mit CommonJS, aber das wäre jetzt was man jetzt eigentlich jetzt ganz gut als Trade-off nehmen kann. Was wir auch noch machen werden wahrscheinlich ist, dass man sowas wie Initialisierungscode in Containern haben kann, also in den Microfrontends kann man sozusagen so Code, der ausgeführt wird beim Laden des Microfrontends für Sachen wie, es war mal angedacht für so Public Paths, dass man den dynamisch festlegen kann, aber auch für andere Sachen, dass man irgendwas initialisiert oder was weiß ich, restored, keine Ahnung. Was vielleicht auch noch ein bisschen Verbesserung braucht, ist hier sowas wie dynamisches Laden von Remotes, also dass man irgendwie, aktuell kann man das schon ganz gut machen, man lädt halt ein Script-Tag, nimmt da vielleicht einen Script-Loader oder macht sein Script-Tag manuell mit rein, aber theoretisch hat Webpack die ganzen Features, hat sie ja im Prinzip schon drin, für auch seine eigenen Remotes muss es ja auch asynchron laden und dass man da drauf zugreifen kann und sozusagen auch ganz einfach dann so ein dynamisches Modul mit reinladen kann, kann man sich vorstellen, dass man das optimiert. Mhm. Ich denke, Webpack allgemein? Ja, genau, also zum Webpack allgemein und Module Federation zum Beispiel gemeinsam würden jetzt zum Beispiel profitieren davon, dass wir in Webpack auch ECMAScript-Modul als Output, also als Ausgabeformat sozusagen unterstützen würden. Das heißt, wir würden nicht mehr ein Script generieren, nicht nur so ein Classic-Script generieren, sondern eher ein Module-Script generieren. Das heißt, wir generieren dann Imports, Exports in unserem Modulcode, Ausgabecode. Und da könnte man zum Beispiel dann die Remote auch als mit Import laden, also als Modul laden. Mhm. Und ja, was noch fehlt, ist ja bessere Dokumentation. Also da fehlt noch viel, was man da beschreiben kann. Ich meine, du hast jetzt auch schon ziemlich viel Informationen sozusagen verteilt. Das Module Federation allgemein erfreut sich an vielen Leuten, die. Hallo. Hey, Besuch. Es gibt schon Essen. Es gibt schon Essen, ich komme gleich. Sehr cool. Genau, was Webpack allgemein, wir konzentrieren uns darauf, also ein bisschen Webpack so repositionieren als Web-Application-Optimizer. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, auch die neue Spezifikation, was halt eine Web-Applikation an sich ausmacht. Also die Idee ist, dass man so eine native Web-Applikation schreibt und man lässt Webpack drüber laufen und das funktioniert was einfach. Was hast du noch jetzt gesagt? Ich komme gleich. Okay. Und dass man dann sozusagen Webpack einfach drüber laufen lässt und das sozusagen optimiert wird von Webpack und wir unterstützen sowas wie, ich lade Asserts per Import-Meta-URL und ich lade Worker einfach mit New Worker und sowas jetzt zum Beispiel schon unterstützt, aber dass wir halt viele von Applikationen auch so unterstützen, dass man einfach eine Applikation schreibt, die normal funktioniert im Browser, aber auch mit Webpack dann optimiert funktioniert. Sehr cool. Sehr cool. Ja, besten Dank, Tobias. Ich hole jetzt da meine beiden Kollegen noch auf die Bühne, weil es gibt, glaube ich, noch eine ganze Menge Fragen,
die wir im letzten Tagesordnungspunkt beantworten können. Und da hat sich die Conny wieder ein paar Sachen rausgepickt. Genau. Vielleicht die Antworten kürzer halten, damit der Tobias noch zum Essen kommt. Ich glaube nicht. Okay, passt. Dann starte ich gleich mit der ersten Frage. Und zwar wird da gefragt, funktioniert das mit den Microfrontends jetzt auch mit verschiedenen Technologien? Funktioniert das jetzt, wenn ich React, Vue.js und Angular mische? Mhm. Ja, also ja, habe ich auch schon gemacht. das Ganze mixen. Die Herausforderung ist halt nur, dass ich dann vielleicht Angular 9 habe, Angular 7, React in der Version, Vue in jener Version. Das heißt, es kann sein, dass relativ viel im Browser landet. Das Ganze funktioniert ein wenig leichter noch gefühlt beim Ansatz, den der Michael beschrieben hat, wo ich mir einfach Web-Components reinlade und wo es mir egal ist, mit welcher Technologie die gebaut sind. Aber es müsste auch mit Module Federation funktionieren, wenn ich die Main.js dynamisch nachlade. Also nicht irgendeine Komponente, sondern die Main.js, die ein weiteres Framework im Browser bootstrapped. Genau das macht mir auch, wenn ich mehrere Web-Components habe, die auf unterschiedlichen... Würdest du dann sagen, dass momentan Web-Components hier der bessere Anwendungsfall ist, dass man dann Web-Components verwendet statt Module Federation? Oder? Ich würde es so allgemein gar nicht beantworten, weil diese Architekturfragen kann man immer nur am konkreten Problem beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir definitiv ein Spannungsfeld haben zwischen optimierten Bundles auf der einen Seite, wo sich Angular nicht wiederholt, wo ich auch nicht Angular 7, Angular 9 und Angular 10 habe, und autarken, isolierten Bundles auf der anderen Seite. Beides werde ich nicht zu 100% erreichen. Entweder ich bin optimiert und teile Code, aber gebe dafür Isolation auf, oder ich bin super isoliert, aber bringe dafür all das mit, was ich zum Leben brauche. Mit Module Federation kann man den Sweet Spot ein wenig in die Mitte verschieben, indem man sagt, hey, wir drei nutzen Angular 9 und wir drei nutzen Angular 10, dann muss ich zumindest Angular 9 nur einmal laden und Angular 10 auch nur einmal laden. Also ich persönlich finde es aus meiner persönlichen Sicht, finde ich, das ist zwar ganz nett, bin ich isoliert, aber ich bin also aus organisatorischer Sicht und auch aus Nutzersicht bin ich nicht so ein Fan von den komplett isoliert und verschiedene Frameworks zu verwenden. Es macht vieles einfacher aus Nutzersicht und auch aus Teamsicht, wenn man einfach sich konzentriert, dass man vielleicht auf Angular konzentriert oder vermeidet, möglichst verschiedene Versionen vom Framework zu verwenden. Aber wenn man es machen möchte, es gibt zum Beispiel die Single SBA, das unterstützt halt dieses Kombinieren von verschiedenen Frameworks ganz gut. Und zum Thema Module Federation. Module Federation ist ja als Technologie weiter unten gelagert. Das heißt, es ist auf Ebene des Modulsystems. Das heißt, alles, was da passiert, ist alles nur Framework-unabhängig. Es passiert alles auf dem Modulsystem. Das heißt, was dann obendrauf für Frameworks benutzt, ist eigentlich von Module Federation-Sicht unabhängig. Man kann auch dann Web-Components drauf verwenden oder man kann alles Mögliche drauf verwenden. Das ist eigentlich unabhängige Technologie von dem Framework. Zu der Frage, was ich hier am besten nehmen sollte, gibt es da auch noch konkret von Murat, fragt er, ist es nicht besser, wenn man Stencil.js verwendet für sehr kleine Web-Components statt Angular Elements? Ja, ist eine sehr gute Frage. Hängt in der Praxis dann durchaus auch vom Know-how ab. Bin ich in einem Unternehmen und habe dort lauter Angular-Entwickler und die haben noch nie sich die Doku von Stencil.js, muss man sich ja immerhin auch einarbeiten. Das Ionic-Team ist sehr nah an Angular dran, hat aber für den Stencil.js-Compiler, der vom Ionic-Team geschrieben wurde, durchaus Konzepte auch aus der React-Welt mit übernommen, also durchaus aus dem gesamten JavaScript-Ökosystem. Und von dem her, wenn man das noch auch hat, Stencil.js ist ein super Compiler, gute Idee für UI-Komponenten genau Stencil.js zu verwenden. Wenn man es nicht hat und das Know-how großteils im Bereich von Angular liegt, vielleicht schafft man es heutzutage noch nicht, diese Cutting-Edge-Bundle-Größen zu erreichen. Das wird aber immer besser und besser, auch durch den neuen Renderer. Auch da wieder so ähnlich, wie es der Manfred vorher gesagt hat, es gibt nicht nur den einen Weg und oft hängt es in der Praxis wirklich auch mit dem Wissen zusammen. Dann bietet sich dann einfach an, das auch mit Angular zu schreiben und man erhält trotzdem sehr gute Resultate. Aber man hat zumindest das Wissen, dass hier Angular noch schraubt und dreht an
den definitiv größten. Bei jedem Major-Release sowieso und auch bei meiner Releases wird oft viel gemacht, auch teilweise nur bei CLI-Veröffentlichungen, wo am Bildprozess etwas geschraubt wird und wieder einiges an Bundle-Größe reduziert wird. Ja. Und das Potenzial von Ivy ist auch noch lang nicht ausgeschöpft, muss man sagen. Derzeit haben wir bei einem Bundle, das wir mit Angular erzeugen, ungefähr einen Overhead von 50 Kilobyte, muss man auch dazu sagen. Und jetzt, da hängt es natürlich davon ab, was das für eine Web-Component ist. Ist es ein Date-Time-Picker, dann ist der Overhead von 50 Kilobyte natürlich furchtbar. Der hat vielleicht selber nur 5. Ist es ein richtiges, ausgewachsenes Micro-Frontend, dann kann man vielleicht sagen, naja, lasst uns 5-mal gerade sein, die 50 Kilobyte, die kriegen wir schon irgendwie unter. Dafür können wir ein High-Level-Framework für Angular für etwas Aufwendiges wie das Micro-Frontend nutzen. Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen, sorry, war nicht meine... Kein Problem. Ich wollte nur gerade, wenn wir beim Thema Web-Components jetzt schon sind, war hierzu, und das war es auch eigentlich zum Micro-Frontend-Thema, wie ist das bei Custom Elements Name und Name Clashes? Mhm. Gibt es hier irgendein Proposal oder irgendwas, was hier schon verfügbar ist? Hier wird Bezug genommen auf OpenBT oder WC, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und die haben ja hier bereits ein Scoped Registry mixed in. Gibt es hier auch so etwas bei den Varianten, die wir heute vorgestellt haben? Ich würde es, was die Custom Elements betrifft, im Moment, solange, wie in der Frage auch schon angetriggert wurde, solange der Standard noch nicht fertig ist und die APIs noch nicht dafür verfügbar sind, wirklich auf einerseits organisatorischer Ebene, andererseits im Rahmen von der Infrastruktur, von der Application Shell lösen. Sprich, das ist vom Quellcode jetzt gar nicht so aufwendig, einfach zu prüfen, wenn da jemand versucht, ein neues Microfrontend mit dem gleichen Namen hinzuzufügen. Vielleicht vergebe ich neben dem Microfrontend-Namen auch einen zufälligen Hash. Und wenn die nicht übereinstimmen, dann werfe ich eine Fehlermeldung, die dann logischerweise auch dann im Development-Prozess korrigiert werden muss. Und in zweiter Ebene würde ich es auf organisatorischer Ebene regeln, ähnlich wie auch vorher erwähnt beim Routing-Thema, wo man definieren kann, dass es pro Applikation einen einheitlichen Namen, ein einheitliches Router-Outlet gibt und das Gleiche dann für den Tag-Namen fürs Custom-Element. Ja. Aber natürlich kann man technisch doch einiges überprüfen und schauen, dass es auf technischer Ebene dann zumindest zu keinem Überschreiben kommt, beziehungsweise zu keinem Wegfallen eines bereits geladenen Custom-Elements. Ja. Mhm. Dann gibt es hier noch eine Frage vom Markus, und zwar geht es hier darum, der verwendet bereits Angular Elements und die haben da Zone.js weggelassen bei ihren Angular Elements, und da ist jetzt die Frage, gibt es da vom Angular Team angedacht bessere Unterstützung für Change Detection oder irgendwelche Projekte, wo man mit Change Detection vielleicht anders triggern kann als mit Zone.js? Ja, definitiv gibt es einige Ambitionen. Man findet auch im NGRX Paket eine Pushpipe und eine LET-Direktive. Die sind maßgeblich von unserem Kollegen aus Wien, von Michael Latke, implementiert worden und auch konzipiert worden. Zusätzlich gibt es dann auch einige Ambitionen, die jetzt nicht im offiziellen Angular Framework sind oder im NGRX Paket, sondern sich unter Rx Angular zum Beispiel finden. Da geht es eher in die Richtung, dass man jetzt, wenn man an ganze Applikationen denkt, nicht nur an UI-Komponenten, bei UI-Komponenten kann ich Zone.js relativ leicht entfernen und ohne Zone.js gut auskommen und schnelle Ergebnisse bekommen, die auch funktionieren. Wenn man aber an ganze Applikationen denkt, wo auch Third-Party-Code drinnen ist, dann ist es heutzutage nicht wirklich einfach, eine Angular-Applikation zu nehmen, einfach Zone.js aufzuschmeißen und hoffen, dass alles funktioniert. Das ist doch relativ schwierig, sprich, da kann man zum Beispiel mit der Third-Party-Dependency Rx Angular einen Mittelweg gehen und kann sagen, wir lassen zwar Zone.js drinnen, aber wir versuchen jetzt zumindest Teile der Applikation ohne Zone.js zu verwenden und kann da gezielt auf Komponentenebene patchen, was ohne Zone.js funktionieren soll und dementsprechend auch schneller. Ja. Also das wäre eine mögliche Alternative, ein Mittelweg wieder mal. Ja. Es ist übrigens auf der Roadmap vom Angular-Team, dass Zone.js irgendwann einmal optional werden soll, und zwar so, dass es keine Breaking Changes macht. Also die sind selber nicht so begeistert von Zone.js, weil es nicht nur dieses Szenario, sondern auch andere hemmt, aber nachdem das wirklich seamless passieren soll, wir sollen davon nichts merken, wird das noch ein wenig dauern.
Dann schlage ich jetzt mal die Brücke zurück zu Model Federation. Und zwar war allgemein eine Frage zu Micro-Frontends. Entstehen hier, wenn man jetzt beim Micro-Frontend-Approach verwendet, andere Angriffsvektoren? Muss ich hier auf irgendwas Bestimmtes achten? Definitiv ja. Also Cross-Site-Scripting ist so eine Geschichte, an die man jetzt gleich mal als Erster denkt und die natürlich mit allen möglichen Skriptdateien, die ich von verschiedensten Quellen laden kann und wo ich dann auch Support bekomme, das zu tun, da muss man natürlich vorsichtig sein. Also wir können von verschiedenen Origins auch laden. Das kann man alles ermöglichen, wenn man möchte. Und dann braucht man natürlich auch, wenn ich jetzt an eine Application Shell denke und das vielleicht mit einem App Store im Smartphone-Bereich vergleiche, vielleicht auch irgendeine Art von Trusted Origins, die meine Applikation auch zulässt. Und das könnte man technisch zum Beispiel mit Content Security Policies umsetzen. Das heißt, die Möglichkeiten per Header Informationen zu setzen. Wenn ich hier ein neues iframe zum Beispiel setze, was darf das aufrufen, wenn ich ein neues Skript lade, von welcher Quelle darf das kommen? Also definitiv ja, es gibt definitiv Bedarf, dass man darüber nachdenkt und auch was implementiert in die Richtung, aber auch technische Lösungen, um das zu bewerkstelligen, ja. Was vielleicht an der Stelle auch interessant ist, wenn ich so eine Applikation habe, wie gehe ich da mit Authentifizierung um in Micro-Frontends? Darf ich dann den Authentifizierungsexperten gleich weitergeben mit deiner wunderschönen Library, Manfred? Sehr gerne. Ja, also prinzipiell hat man immer zwei Möglichkeiten. Kommt alles von derselben Origin, kann man mit HTTP-Only-Cookies arbeiten. Die sind gar nicht so blöd und so schlecht wie ihr Ruf, weil die kann man nicht stehlen bei JavaScript. Das heißt, ich schränke da schon einmal ein paar Angriffsvektoren ziemlich ein. Auf der anderen Seite kann ich wiederum das Opfer von Cross-Site-Request-Forgery-Attacken werden, wenn ich mit Cookies arbeite. Plus, die geben mir nicht ganz so viel Flexibilität, gerade bei Cross-Origin-Szenarien. Ja, und da würde man mit Tokens arbeiten, Security-Tokens, technisch gesehen ein String, den ich zwischen meinen Anwendungen verteile und jede Anwendung kann dann eben mit diesem String quasi als Passierschein auf das Backend zugreifen. Stichwörter sind da JOT, also JWT, JSON Web Tokens, OAuth2 und OpenID Connect. Okay, danke. Eine Publikumsfrage und zwar war hier die Frage, wir hatten jetzt als Beispiel, dass man Angular Core quasi laden kann und dann scheren kann zwischen den Micro-Frontends. Geht das jetzt auch mit anderen Libraries wie zum Beispiel Edge Bootstrap oder auch anderen Assets wie zum Beispiel CSS? Prinzipiell geht es mit allen Libraries, wie man möchte. Also aktuell ist Doc meistens auf Package-Ebene, dass man shared, also ich share eine ganze Library, zum Beispiel Lodash oder was weiß ich. Und es wird auch alles unterstützt, was Webpack unterstützt. Also ich kann auch, wenn meine andere geshared Library, entweder meine geshared Library oder meine exposed Library, CSS benutzt, zum Beispiel Minis-CSS-Plugin, dann geht das auch ganz normal. Also alle Webpack-Typen werden unterstützt, können auch WebAssembly sharen oder JSON oder alles Mögliche. Also alles, was Webpack Native unterstützt, wird über Model Federation auch unterstützt. Wie schaut das Ganze mit Assets aus? Müssen die immer global deployed werden? Nee, also das würde dann auch so funktionieren. Also Assets funktionieren im Prinzip so, dass ja mein Asset dann von Webpack ins Ausgabeverzeichnis kopiert wird und man würde es dann deployen auf Localhost 3000 zum Beispiel in dem Fall von Manfred. Und die URL würde auch dann absolut sein. Das heißt, ich habe ja, Manfred hat den Public Pfad zum Beispiel gegeben und dieser Public Pfad wäre sozusagen der Präfix von dem URL. Also das führt dann dazu, dass ich vielleicht auch meine Bilder von verschiedenen URLs laden würde. Das kann natürlich zu Cross-Site-Scripting oder manchen Security-Challenges führen. Man muss aber jetzt nicht zwangsläufig jedes Micro-Frontend auf einer verschiedenen Server deployen. Ich denke auch, das wird in Praxis nicht so relevant sein. Es würde wahrscheinlich eher auf verschiedenen Subfoldern auf einer URL. Das heißt, man hätte example.com/microfrontend1/irgendwas und dann wäre alles auf dem gleichen Server und dann hat man nicht mehr solche Cross-Site-Scripting und Cross-Site-Assets-Probleme, die da sozusagen hätte. Aber funktioniert da eher. Ein Beispiel anschauen, zum Beispiel, wenn ich Übersetzung habe in meiner Applikation, wo kommt die hin? Wie schaut es da aus mit 14M? Also einfach so mal ein Beispiel vielleicht. Ist das eine andere Frage oder gleiche Frage?
Also die werden ja in den Assets, die Configs definiert von der Übersetzung. Also wir können am Anfang mal eingreifen. Jedes Microfrontend seine eigenen Übersetzungen und die wird dann auf der Location sozusagen deployed werden, wo auch das Microfrontend deployed wird. Und wenn man dann eine URL zu hat oder wenn man als Assert deployed und eine URL dazu kriegt, dann würde jede URL sozusagen gepräfixt sein mit dem, wo dieses Microfrontend deployed würde. Das heißt, ich hätte zum Beispiel einmal localhost 3000 localization.json und einmal localhost 5000 und localizations.json und sowas. Man kann natürlich auch, jetzt Localization ist so ein spezielles Thema, man könnte zum Beispiel auch hingehen, dass man zum Beispiel alle Localization an ein extra Team auslagert. Das heißt, das würde vielleicht ein separates Microfrontend für die Übersetzungen sein, wo alle Übersetzungen in einem extra Microfrontend sind, weil Microfrontends heißt zwar Frontends, aber von Modul Federation Sicht muss es kein UI-Komponent sein, es kann auch einfach eine Bibliothek sein, zum Beispiel ein Übersetzungsmanager oder was ich, oder ein Authentifizierungssystem sein. Das heißt, ich kann da jedes beliebige Modul federaten und das könnte auch für Übersetzungen zum Beispiel sein. Aber zum Modultypen, alle Modultypen, die Webpack unterstützt, funktionieren auch Modul federated. Eine Frage habe ich hier noch vom Publikum und zwar aufschreien, falls ich jemanden vergessen habe. Was muss ich denn beim Bild beachten? Kann das die Angular CLI automatisch auflösen alles oder muss ich da irgendwas zusätzlich jetzt noch konfigurieren? Wahrscheinlich konkreter zu deinem Beispiel, Manfred. Ja, also im Wesentlichen kann das die CLI auflösen, sofern man genau das Spielchen macht, das ich heute beim Live-Coding gemacht habe. Das heißt, man muss halt diese kleine Webpack-Config übergeben, die partielle Webpack-Config, wo diese paar Einträge drinnen sind für Module Federation. Wenn ich das mache, dann wird das alles automatisch aufgelöst und gar nicht, weil die CLI so super ist, sondern weil die CLI im Unterbau Webpack verwendet und weil Webpack das dann automatisch zur Laufzeit handelt. Zum Thema automatisch kann ich noch was sagen, weil du hast in deinem Beispiel schon mal auf den Public gesetzt. Und mit irgendwie kürzlichen Release von Webpack haben wir auch, dass der Public-Pfad, wenn man ihn weglässt, wird er auch automatisch bestimmt aus dem Position des Script-Tags. Also wenn ich einen Script-Tag habe, wird halt aus dem Script-Tag sozusagen extrahiert, wo das Ganze liegt und man bräuchte diesen Public-Pfad also gar nicht mehr. Ah, oh, cool. Perfekt. Nice. Das war es jetzt auch schon mit den Fragen vom Publikum. Und also ich würde jetzt vorschlagen, wir machen die Verlosung, bevor alle Leute abhauen, weil ich glaube, genau, man sollte dann direkt kontaktieren, wenn man gewonnen hat. Und zwar habe ich mir ein wunderschönes App runtergeladen, damit mir keiner vorwerfen kann, dass ich da jetzt irgendwen ausgewählt habe und habe sehr unpersönlich alle Personen durchnummeriert. Und das waren genau 10, die Fragen gestellt werden. Und das ist ja so ein super Wheel, das ich drehen kann und das hoffentlich auf jemanden landet. Also ich drehe das Ganze mal und stoppe es. Und es ist auf der Zahl 6 gelandet. Und das war Gerbit. Also Gerbit, du hast gewonnen. Jawohl. Und du hast gesagt, du verlost zweimal, oder? Für die NG-Conf. Genau, wir haben 2 Freitickets von den NG-Conf-Leuten. Dann machen wir das Ganze nochmal und hoffen, dass es auf einer anderen Zahl landet. 1. Wer hat die erste Frage gestellt? Und zwar war das der Markus Falk. Ja, cool. Per Twitter am besten kontaktieren. Genau. Gewinner, und dann erhaltet ihr euer Ticket zu einer der coolsten Angular-Konferenzen und ich glaube auch die größte, oder? Ja. Also die on-site stattfinden, haben 1500 Teilnehmer. Das ist schon eine ganz coole Zahl. Wahnsinn. Ja, cool. Ja, super. Ah ja, bitte mich per Twitter kontaktieren. Ich werde dann euch ein paar Fragen stellen. Vor allem werde ich eure E-Mail-Adresse brauchen. Und dann lassen wir euch die Tickets zukommen.
Ja, cool, super. Dann sage ich mal besten Dank an alle, die da heute teilgenommen haben, vor dem Bildschirm, aber auch hinter der Kamera. Vielen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast für diese kleine Party. Vielen Dank, Conny. Und auch vielen Dank, Michael. Und ja, man sieht sich ja bei der einen oder anderen Gelegenheit. Okay, ciao. Danke fürs Teilnehmen. Ciao. Ciao. Hey.